Hey Horrorfans, David hier, Horror- und Fantasy-Autor und euer Sprecher. Heute habe ich für euch eine Compilation mit drei zusammenhängenden Geschichten über den Mann des Krieges. Wer schon mal bei mir reingehört hat, kennt vielleicht meine legendäre Figur Mann des Friedens. Der Mann des Krieges ist sein dunklerer Gegenspieler, eine zukünftige Version von ihm, die nun alles anders machen will. Für sein Team sucht er sich nun, in verschiedenen Welten, dieselben Leute, die auch der Mann des Friedens rekrutiert hat. Ihr braucht kein Vorwissen, um diese Geschichten zu hören. Falls sie euch gefallen, schaut mal die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und jetzt viel Spaß! Es war bereits Nachmittag, als die beiden Brüder Noah und Lucas dabei waren, den Dachboden ihres neuen Hauses zu erkunden. Ihr Opa war schon vor einiger Zeit gestorben, und als ihre Oma vor einigen Wochen anfing zu fantasieren, nachts umherzulaufen und zu denken, wir befänden uns in den 1940er Jahren, bezog sie schließlich ein Altersheim. Noah hatte zuerst Bedenken, den Dachboden zu betreten, denn obwohl es noch Tag war, war es schon ziemlich dunkel. Ein Gewitter war plötzlich aufgezogen. Dunkle Wolken verdeckten den Himmel. Unzählige Regentropfen schlugen laut auf dem Dach ein, und der Junge hätte schwören können, dass einige der Blitze grün waren. Er hatte irgendwie so ein Gefühl, dass etwas ganz und gar falsch lief. Er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass alles mit dem Fund seines großen Bruders beginnen würde. »Schau mal, die sieht richtig alt aus«, rief Lucas und zeigte dabei auf ein weiteres, staubiges Objekt. Davon gab es auf dem Dachboden ziemlich viele. »Wow, denkst du, die Kiste hat Großvater gehört?« Die alte, staubige Kiste war groß. So groß, dass der 7-jährige Noah problemlos in ihr Platz finden würde. Die beiden Brüder hatten nun bereits den gesamten Nachmittag damit verbracht, den Dachboden ihres neuen Heimes auszukundschaften. Doch diese Kiste hier sah bisher am vielversprechendsten aus. »Keine Ahnung, lass es uns rausfinden.« »Warte, wir können die Kiste doch nicht einfach öffnen. Was ist, wenn da Erwachsenenzeug drin ist?« warf der kleine Noah ein. »Na und? Ich bin 11 Jahre alt, Noah. Das ist Erwachsensein.« »Fast. Wenn du Angst hast, geh einfach runter und hilf Mama beim Auspacken.« Aber Noah wollte nicht runtergehen. Der Dachboden war voller Überraschungen und spannender alter Dinge. Und irgendwie sah diese Kiste so aus wie die, die Piraten benutzten, um all ihre Schätze darin zu verwahren. Nachdem er also aufhörte zu protestieren, öffnete sein älterer Bruder die Schatzkiste. Die Jungs waren enttäuscht, als sie nur einen Haufen alter Zeitungen und anderen langweiligen Kram sahen. »So ein Mist!« Noah wendete sich bereits wieder anderen Dingen zu. »Warte, hier sind ein paar Fotos. Schau mal, wie alt die sind. Die sehen ja aus, als wären sie 100 Jahre alt. Wer ist dieser Mann? Ist das Opa?« Da war sich Lucas nicht so sicher. Der Mann auf dem Foto sah nicht so aus wie ihr Opa, der vor 2 Jahren gestorben ist. Aber er stand vor genau dem Haus, in dem sie jetzt wohnten und in dem bis vor kurzem ihre Großmutter gewohnt hatte. »Das muss sein Vater sein, also unser Uropa.« »Wow!« Lucas hatte seinen kleinen Bruder sichtlich beeindruckt. »Da ist noch ein Bild von ihm. Da steht er, glaube ich, vor dem alten Krankenhaus. Das ist nicht weit von hier. Sieht so aus, als hätte er da gearbeitet. Vielleicht war er Arzt oder Pfleger.« »Was ist noch in der Kiste?« fragte Noah ungeduldig, nachdem er seinen Inhalator benutzt hatte.
Auf dem Dachboden war es ganz schön staubig. Die beiden Brüder kramten weiter in der alten Kiste herum, fanden aber keine Bilder mehr. Lukas wunderte sich, wieso sein Uropa all diese Zeitungsartikel aufgehoben hatte, und begann sie zu lesen, während der kleine Noah weiter nach Bildern suchte. Beim Lesen fand Lukas indessen etwas, was ihn interessierte und zugleich beunruhigte. »All diese Artikel, da geht es um vermisste Patienten aus dem Krankenhaus und um die Schließung des C-Flügels des Krankenhauses wegen diversen Vorfällen.« Noahs Augen wurden plötzlich ganz groß. »Wow, wen interessieren denn die blöden Patienten? Schau, was ich gefunden habe. Ist das Gold?« Das kleine Stück Metall sah tatsächlich so aus wie Gold, und Lukas wurde eifersüchtig. »Gib es mir, ich werde es mir mal ansehen.« »Nein, das ist meines. Finde doch dein eigenes Goldstück«, keifte Noah. Das war eigentlich gar keine so schlechte Idee. Wenn es in der Kiste ein Stück Gold gab, gab es vielleicht noch ein zweites. Oder mehr. Lukas suchte wie wild in der Kiste, und als sein kleiner Bruder begriff, weshalb er das tat, machte er sich selbst auch wieder auf die Suche. Doch die beiden Jungs hatten Pech. Es war kein Gold mehr übrig. Stattdessen richtete Lukas seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes. Ein Stück Papier mit einer selbstgemalten Skizze von einem Gebäude oder dem Teil eines Gebäudes. Da war auch eine Linie, die wohin führte. Es sah aus wie eine Schatzkarte. Am Ende der Linie war ein X eingezeichnet. Daneben stand »Türe, hier klopfen«. Das war seltsam, denn das X stand inmitten eines Raumes. Wie sollte es da eine Türe geben? »Lukas, schau mal, das ist komisch. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, aber guck mal.« Der ältere Bruder schaute sich an, was Noah gefunden hatte. Es war ein kleiner Zettel, auf dem stand: »Alles endet. Es muss sein. Es gibt keinen Ausweg. Danke, dass du mir die Patienten gebracht hast. Hier ist dein Gold. Ich werde immer am vereinbarten Ort sein, wenn du mehr brauchst. J.L.« Daneben war ein trauriger Smiley gemalt. Lukas bekam ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Hatte sein Uropa tatsächlich Patienten für Gold verkauft? Nein, das konnte nicht sein. Doch das würde zumindest erklären, woher das Gold kam, das Noah gefunden hatte. Vielleicht hatte er ihm ja irgendwas anderes besorgt. Ja, das musste es sein. »Lukas, ich fühle mich dabei nicht wohl. Lass uns die Kiste wieder wegpacken. Du kannst auch das Gold haben.« »Bist du blöd? Das ist eine super Gelegenheit. Wenn dieses Geschäft, das dieser Mann betrieben hat, immer noch existiert oder er einen Nachfolger hat, können wir vielleicht auch etwas Gold oder Diamanten verdienen. Er hat ja versprochen, dass er immer an dem Ort sein würde.« »Was redest du denn da? Wir können doch keine Leute entführen.« »Natürlich nicht, Blödi. Aber wir können ihm was anderes besorgen. Ich weiß ja nicht, was er sonst noch braucht. Wir haben den Plan und wissen, wo wir ihn finden.« »Das gefällt mir nicht, Lukas. Das gefällt mir gar nicht.« »Denk doch mal nach. Wenn wir nur ein bisschen Gold verdienen, können wir Mama helfen, die Rechnungen für Oma und das Altersheim zu bezahlen. Oder willst du, dass sie wieder weint, so wie gestern?« »Wir können ja mal gucken, ob noch jemand von dem Geschäft da ist, aber nur kurz.« Noah fühlte sich seltsam. Es war, als ob in ihm etwas dabei war, aufzuwachen. Eine neue Seite an ihm. Eine Seite, die ihm furchtbare Angst einjagte. Diese Seite war kalt, emotionslos
und wollte unbedingt den Mann mit dem Gold finden, denn etwas sagte ihm, dass dies sein Schicksal wäre. Um herauszufinden, ob das Gold überhaupt echt war, gaben sie es ihrer Mutter und sagten ihr, das hätten sie auf dem Dachboden gefunden. Sie erwähnten nicht, was sie sonst noch gefunden hatten. Tatsächlich war es reines Gold und fast 500 Dollar wert, erzählte ihnen ihre Mutter, als sie vom Juwelier zurückkam. Luke schaute rüber zu Noah und nickte stolz. Sein kleiner Bruder drängte ihn, ihrer Mutter zu erzählen, woher das Gold stammte. Aber Lucas konnte ihn überreden, es nicht zu tun. Sie seien die Männer im Haus und müssten sich um sie kümmern, sagte er. Jetzt, wo auch die Echtheit des Goldes bestätigt war, führte auch kein Weg mehr daran vorbei, den Ort zu besuchen, der auf der Schatzkarte verzeichnet war. Nachts bekam Noah furchtbare Albträume. Er träumte von Menschen, die sich veränderten, furchtbar veränderten. Ihnen wuchsen Spinnenbeine, ihre Zähne fielen ihnen aus, und langsam aber sicher wurden sie zu abartigen Bestien. Er träumte von seltsamen roten Türen, die mitten im Nirgendwo standen und mit einer klebrigen schwarzen Masse überzogen wurden. Überall am dunklen Horizont sah er kosmische Augen, die ihn beobachteten, und dann träumte er noch von seinem Bruder, der über ihm stand und lachte, während die widerlichen menschlichen Spinnen ihn auffraßen. Am darauffolgenden Tag gingen sie gemeinsam zum alten Krankenhaus, welches schon seit einigen Jahren leer stand. Ein großer Zaun mit Stacheldraht war um das ganze Gelände gezogen. Die Brüder mussten jedoch nicht lange suchen, bis sie ein Loch fanden, durch das sie hindurchschlüpfen konnten. Es gab eine ganze Menge davon. Das waren sicher Teenager, die in dem verlassenen Gebäude feiern wollten, dachte Lucas sich. Von sowas hatte er in der Schule schon gehört. Die Brüder waren beide etwas aufgeregt und vielleicht auch ängstlich, doch die Neugier behielt die Oberhand. Die Vordertüre des Hauptgebäudes war schon vor Jahren aufgebrochen worden, was ihnen den Eintritt ins Gebäude selbst leicht machte. Innen war es etwas düster und es roch muffig. Die Schilder konnte man jedoch noch gut lesen, und so fanden sie problemlos den C-Flügel. Als sie dort ankamen, wurden sie allerdings vor ein Problem gestellt. Im Gegensatz zum Haupteingang war der C-Flügel ordentlich verbarrikadiert. Mehrere Stahlketten waren um die Griffe der Türe gewickelt. Mit Graffiti wurde ein Spruch an die Doppeltüre gesprüht. Dort stand: Verschwinde, hier beobachten sie dich. Die Augen. Das bedeutete, dass sie einen anderen Weg brauchten. Noah wollte schon nach Hause gehen, aber Lucas war noch nicht bereit aufzugeben. Sie gingen nochmal nach draußen und fanden schließlich ein Fenster, dessen Scheiben eingeschlagen waren. Nachdem sie wieder reingeklettert waren, sahen sie die verschlossene Türe erneut, nur diesmal von der anderen Seite. Also waren sie im C-Flügel perfekt. Das fand zumindest Lucas. Noah hatte Angst vor den Augen, die ihn hier angeblich beobachten konnten. Lucas holte die Schatzkarte aus der Tasche und beide folgten aufmerksam der Linie, die zum X führte. Der Flur und die Räume im C-Flügel rochen noch schlimmer als der Rest des Krankenhauses. Und alles sah noch viel älter aus. An vielen Stellen wucherten komische Pflanzen und einige Wände waren ziemlich nass. Einige der Pflanzen sahen so seltsam aus, dass Noah nicht glaubte, dass sie von dieser Welt stammten. Sie hatten dicke Säcke unter ihren mehrfarbigen Blüten, ihre Ranken verbreiteten sich überall, und er glaubte tatsächlich, in dunklen Ecken zwischen den Ranken Augen zu sehen, die ihn anstarrten.
Eine Art Vibration lag in der Luft, die keiner von ihnen richtig einordnen konnte. »Das ist es. Das ist der Raum«, sagte Lucas. »Okay, super. Lass uns nach Hause gehen. Wir wollten nur nachsehen, hast du gesagt?« »Ja, nachsehen. Haben wir schon nachgesehen, Dummkopf?« »Nein. Also gehen wir da rein und suchen nach der Türe. Dann können wir nach Hause.« Als sie die Türe zum Raum öffneten, war der Rest einfach. Das X, was auf der Schatzkarte eingezeichnet war, war nämlich auch hier groß auf dem Boden zu sehen. Ziemlich in der Mitte des Raumes. Jemand hatte es dort mit schwarzer Farbe hingemalt. Die Brüder stellten sich direkt darauf, aber es war keine Türe in der Nähe zu sehen. Nur alte Rollstühle aus vermodertem Holz und diese seltsamen Pflanzen, die keiner von ihnen je gesehen hatte. »Hier ist keine Türe und kein Geschäftsmann mit Gold. Lass uns bitte gehen, Lucas.« »Er hat geschrieben, man muss klopfen«, flüsterte der Ältere der beiden. Und das tat er auch. Er klopfte einfach in die Luft und kam sich ziemlich blöd dabei vor. Seltsamerweise machte das Anklopfen an der Luft dasselbe Geräusch, als wenn man auf eine hölzerne Türe klopfen würde. »Was war das, Lucas?« fragte Noah ängstlich. Und da erschien sie, direkt vor ihnen, eine schwarze Türe, die mitten im Raum stand. Sie war nirgendwo befestigt und hätte eigentlich umfallen müssen. Doch das tat sie nicht. Sie stand nur da und wirkte bedrohlich. »Herein!« Die Brüder fielen vorwärts und landeten auf dem Boden. Aber es war nicht der Boden des alten Krankenhauses. Er war sauber und aus großen Steinblöcken, wie in einem alten Schloss. Und so sah auch der Rest des Raumes aus, in dem sie sich nun befanden. Alte, düstere Gemälde, Wandteppiche, Kerzen. Und an der Wand stand ein großer alter Schreibtisch. Darauf befand sich ebenfalls eine Kerze, eine Feder, etwas Tinte und ein Smartphone? Der Mann, der am Schreibtisch saß, schaute zu den Kindern herüber. »Wo ist Gilbert? Ist er krank?« Die Brüder brachten kein Wort heraus. War das der Mann, der ihrem Uropa Gilbert all das Gold gegeben hatte? Er hatte langes, schwarzes Haar mit grauen und weißen Strähnen. Auch sein Bart war lang und wies dieselben Strähnen auf. Seine Augen waren tiefgrün und sahen irgendwie traurig und müde aus. Er trug ein schwarzes Hemd und einen schwarzen Umhang. An seinem Hemd hatte er einen Anstecker. Er war rot und ein trauriger Smiley war darauf zu sehen. Darum stand die Aufschrift »Team Krieg«, was auch immer das bedeuten sollte. »Sprecht ihr diese Sprache? Habla español? Regartak?« »Ja, ja, wir sprechen diese Sprache«, sagte Noah mutig. »Dann antwortet mir, was ist mit Gilbert?« »Er ist gestorben, vor etwa 30 Jahren, glaube ich«, antwortete Lucas. »Oh, ich hasse die Zeit, die ist manchmal so zerbrechlich. Also, wenn Gilbert tot ist, ihr beide ihn kanntet und nun an meiner Türe geklopft habt, was soll ich daraus schließen?« »Wir dachten, da unser Uropa tot ist, könnten wir ihn vielleicht etwas, aushelfen?« sagte Lucas. »Oh, ich verstehe. Ihr habt rausgefunden, dass Gilbert eine Menge Geld gemacht hat und jetzt wollt ihr was vom Kuchen abhaben. Habe ich recht?« »Wer sind Sie? Haben Sie die Menschen verletzt?« »Noah«, rief Lucas entsetzt. »Noah, was für ein furchtbarer Name.
Ich experimentiere. Ich bin Wissenschaftler. Und ich mache sowas wie Medizin. Unter anderem. Alles, was ich will, ist der Menschheit zu helfen. Und sie braucht jede Hilfe, die sie kriegen kann. Glaubt mir, ich habe es gesehen. Er lauert schon. Er beobachtet uns. Und er kann uns alle vernichten. Ich habe es erlebt. Ich bin hier, um ihn aufzuhalten. Ich werde ihn bekriegen. Ich bin der Mann des Krieges, könnte man sagen. Mann des Krieges? Können wir dir mit deinen Experimenten helfen? Fragte Lucas. Wie nett von euch. Wenn ihr schon hier seid, dann lasst uns doch herausfinden, ob ihr das Zeug dazu habt. Für das, was ich vorhabe, kann ich nur Leute gebrauchen, die bereit sind, alles zu tun. Die Aufträge, die man von mir bekommt, sind sehr gewöhnungsbedürftig. Also, lasst mich mal überlegen. Bringt mir das allerliebste Kleid eurer Mutter, das, an dem sie am meisten hängt. Ihr, wie soll Ihnen das bei den Experimenten helfen? Fragte Noah. Bring mir das, worum ich euch bitte, wenn ihr bezahlt werden wollt. Wenn ihr nicht mit dem Kleid zurückkommt, braucht ihr gar nicht zurückzukommen. Und jetzt, husch, husch. Der Mann des Krieges machte eine Geste mit den Händen, dass sie abhauen sollten, und schon fielen sie rückwärts auf den Boden des C-Flügels im Krankenhaus. Beide mussten das Erlebte erstmal verarbeiten und sprachen auf dem ganzen Weg nach Hause nicht. Beide fühlten sich komisch, so als wären sie beide dabei, sich zu verändern. So als würde jeder von ihnen schon in Kürze eine wirklich wichtige Entscheidung treffen müssen. Erst als sie wieder in Lucas Zimmer waren, fingen sie an, darüber zu diskutieren, was sie jetzt tun wollten. Lucas war froh über die vergleichsweise einfache Aufgabe, die sie bekommen haben, während Noah der Meinung war, seine Mutter zu bestehlen sei falsch. Lucas gewann die Diskussion schließlich, weil er Noah sagte, sie würden das Kleid nur für sie in Gold umtauschen und dass sie sich davon viele andere Kleider kaufen könnte. Noah stimmte schließlich zu, zweifelte jedoch an seinem Bruder. Er war sich nicht mehr sicher, ob er ihm vertrauen konnte. Also schlichen sie sich kurz darauf ins Schlafzimmer ihrer Mutter. Es war nicht schwer auszuwählen, welches ihr liebstes Kleid war. Das rote Sommerkleid mit den Sonnenblumen darauf bezeichnete sie stets zwar als furchtbar kitschig, aber sie hatte es von Opa bekommen, kurz bevor er gestorben war. Während sie es in den Rucksack stopften, musste Noah mehrmals seinen Inhalator benutzen. Er war unglaublich aufgeregt. Am nächsten Tag begaben sie sich wieder in den C-Flügel des alten Krankenhauses und klopften an die schwarze Tür vom Mann des Krieges. Herein. Diesmal waren sie vorbereitet und landeten auf ihren Füßen. Ihr Jungs lernt schnell. Was habt ihr für mich? Lucas packte das Kleid aus dem Rucksack und brachte es rüber zum Mann des Krieges. Jetzt, wo er direkt neben ihm stand, konnte er einen genaueren Blick auf ihn werfen. Er sah aus, als hätte er in letzter Zeit viel gelitten. Seine Augen wirkten noch trauriger als zuvor. Etwas hatte diesen Mann gebrochen. »Wofür brauchen Sie ein Kleid, Mr. Krieg?« fragte Noah. »Oh, ich brauche es überhaupt nicht, kleiner Mann. Ich habe euch nur getestet. Wenn man für mich arbeiten will, muss ich wissen, ob ihr bereit seid, alles zu tun, worum ich euch bitte.« Seine eigene Mutter zu bestehlen, ist etwas, das die meisten Kinder nicht tun würden. Aber ihr zwei habt es getan. Das war die erste Prüfung. Und ab jetzt dürft ihr wirklich für mich arbeiten. Die Dinge, die ich brauche, kommen euch zu Beginn vielleicht
etwas seltsam vor, aber es ist für einen guten Zweck, wie ich euch bereits erklärt habe. Also, ihr seid nun in meinem Team, im Team Krieg. Herzlich willkommen. Ich habe leider keine T-Shirts mehr, aber ich müsste noch ein paar Anstecker haben. Kleinen Moment. Er öffnete die Schublade an seinem Schreibtisch, kramte etwas darin herum und fand schließlich zwei rote Anstecker, die er den Jungs überreichte. Sie sahen genauso aus wie der, den er selbst trug. Mit den Händen wies er sie an, die Anstecker doch anzustecken, und das taten sie auch. »Ihr seht großartig aus. Ah ja, hier ist eure Bezahlung. Beim nächsten Mal gibt's deutlich mehr.« Er schnipste ein kleines Stück Gold herüber und Lucas fing es auf. Er war so stolz. Das war genau, was er gewollt hatte. Er würde seine Familie reich machen. Sein Vater hatte sie verlassen, als seine Mutter mit Noah schwanger war. Seitdem waren sie auf Almosen angewiesen und Lucas hasste es. Selbst das hübsche Haus, in dem sie nun wohnten, konnten sie nur beziehen, weil ihre Oma ins Altersheim musste und es ihnen überschrieben hatte. Er würde das ändern. Er versprach sich selbst, alles zu tun, was nötig war, damit sie nie wieder auf andere angewiesen sein mussten. Aber jetzt zurück an die Arbeit. Ich brauche Nägel, 50 bis 100 Stück, und einen Herzpatienten. Morgen wäre gut. Jetzt geht. Husch, husch. Erneut machte er eine Geste mit seinen Händen und die Brüder fielen rückwärts. Diesmal landeten sie auf ihrem Hintern. Ein Herzpatient? Hast du das gehört, Lucas? Er will, dass wir Leute entführen. Er will ihnen doch nur helfen. Sie profitieren bestimmt von seinen Experimenten. Bist du verrückt? Schau mal, was er uns für Anstecker gegeben hat. Und hast du seine Augen gesehen? Dieser Mann ist gefährlich. Und wenn wir hier nochmal hin zurückkommen, sind wir es auch. Bitte versprech mir, dass wir nie wieder hier hinkommen. Bitte versprech es. Na schön, ich verspreche es. Keiner der beiden Brüder wusste in diesem Moment, dass der jeweils andere bereits Pläne hatte, dieses Versprechen zu brechen. Dafür hatten sie beide verschiedene Gründe. Gegen Mittag des nächsten Tages klopfte Lucas energisch und aufgeregt an die Tür seiner Nachbarin Mrs. Schran. Die alte Dame war fast 80 und brauchte dementsprechend einige Minuten, bis sie die Türe erreichte. Sie hatte den Jungs schon oft Kekse und Kuchen gebacken und sie hatten ihr geholfen, den Rasen zu mähen oder den Müll rauszubringen. »Oh, Lucas, hallo«, sagte die dicke alte Dame mit grauen, lockigen Haaren. »Mrs. Schran, Sie müssen mir helfen. Wir haben einen großen Fehler gemacht. Mein Bruder. Wir haben in dem alten Krankenhaus da vorne gespielt und als wir abhauen wollten, hat er sich verletzt. Er steckt irgendwie fest. Können Sie mir bitte helfen?« »Ach, herrje, natürlich. Ich rufe sofort die Polizei. Oder wäre ein Krankenwagen vielleicht angebrachter?« Daran hatte Lucas gar nicht gedacht. Es war sicher keine gute Idee, die Polizei zu involvieren. Nein, keins von beidem. Er ist auch nicht schlimm verletzt. Wenn Sie die Polizei rufen, kriegt meine Mutter das raus und wir kriegen so viel Ärger. Bitte kommen Sie einfach kurz mit. Das würde mir als Hilfe schon ausreichen.« Die freundliche alte Lady wollte die Jungs nicht in Schwierigkeiten bringen, also ging sie erstmal mit Lucas mit. Vielleicht war es ja nicht so schlimm und es würde reichen, wenn sie dem Jungen Mut zusprach. Ein Loch im Zaun war so vergrößert worden, dass auch ein Erwachsener durchpasste, ohne sich großartig bücken zu müssen. »Lucas, ich bin ein bisschen zu alt für sowas. Vielleicht sollten wir doch lieber die Polizei rufen. Was denkst du?« »Bitte, Mrs. Schran, wir sind doch fast da.
Bitte bringen Sie uns nicht in Schwierigkeiten.« Die alte Dame seufzte. Mrs. Shren hatte einfach ein gutes Herz und konnte nicht Nein sagen, wenn sie einer der lieben Jungs um einen Gefallen bat. Sie ging durch den Haupteingang und durch die Tür zum C-Flügel. Die Ketten lagen nun neben der Tür. Jemand hatte sie aufgebrochen. »Er ist direkt hier drüben.« Er führte Mrs. Shren direkt zum X auf dem Boden. »Wo ist er denn? Noah? Und wo kommt diese Türe her? Wie kommt es, dass sie nicht umfällt? Spürst du das auch, diese Vibration?« Lucas klopfte an der schwarzen Türe. »Herein.« Der Junge landete auf seinen Füßen, aber die alte Lady fiel einfach auf den Boden. Sie war, im Gegensatz zu Lucas, nicht vorbereitet gewesen. Sie schlug mit dem Gesicht auf dem Steinboden auf. Falsche Zähne splitterten. Blut floss aus ihrem Mund und aus ihrer Nase, die so aussah, als wäre sie gebrochen. »Au! Oh nein! Lucas, wo sind wir? Was ist das für ein Ort? Wo ist Noah?« »Hallo, Ma'am. Es freut mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Der kleine Lucas hier macht sich Gedanken um Ihren gesundheitlichen Zustand. Deswegen hat er Sie zum besten Herzspezialisten des ganzen Multiversums gebracht.« »Oh, ich dachte, das Krankenhaus hätte schon lange geschlossen. Ist das hier überhaupt das Krankenhaus?« »Sorgen Sie sich nicht um diese unwichtigen Details. Unser Chefarzt wird sich um Sie kümmern.« Der Mann des Krieges drückte auf einen Knopf an seinem Schreibtisch, der offenbar eine Sprechanlage betätigte. »Dr. Festus, bitte in mein Büro. Dr. Festus, bitte.« »Dr. Festus?« dachte Lucas sich. Er hatte hier noch niemand anderen gesehen, außer dem Mann des Krieges. Wer wohl dieser Dr. Festus war? Dann ging die Türe zum Büro auf. Lucas bekam eine Gänsehaut, als er die merkwürdige Erscheinung sah. Es war ein kleiner Mann, der so dünn war, dass man ihn für eine abgemagerte Leiche hätte halten können. Er hatte einen langen, dürren Hals und blasse, gräuliche Haut. Sein Gesicht war genauso mager wie der Rest von ihm. Seine braunen Augen strahlten absoluten Wahnsinn aus. Auf dem Kopf hatte er nur wenige Haarsträhnen, die er sich quer über den Schädel gekämmt hatte. Dr. Festus trug eine blutverschmierte OP-Schürze und ein Stethoskop. Seine Brille vergrößerte seine irren Augen so, dass sie noch angsteinflößender aussahen. »Guten Tag, Ma'am. Mein Name ist Dr. Festus. Und ich werde mich fortan um Sie kümmern. Bitte folgen Sie mir in Ihre Zelle, ich meine in Ihr Zimmer.« »Was? Nein, lassen Sie mich gehen. Lucas, lauf! Dieser Mann ist verrückt. Lauf und hol Hilfe.« »Hilfe ist doch schon hier, Mrs. Shren. Haben Sie keine Angst. Ihnen wird es gut gehen. Der Mann des Krieges und Dr. Festus wollen nur das Beste für uns alle«, antwortete Lucas. Ihm schien jedoch nicht ganz wohl dabei zu sein. Während Dr. Festus Mrs. Shren eine Beruhigungsspritze gab und sie unter großer Anstrengung aus dem Büro schliff, holte Lucas die Nägel aus seinem Rucksack und legte sie auf den Schreibtisch. »Das war großartige Arbeit, Lucas. Du arbeitest sogar schneller als Gilbert. Ich mag dich. Vielleicht kann ich mir sogar eine größere Rolle für dich in meinem Team vorstellen. Merke dir, nur die, die vor nichts zurückschrecken, können dauerhaft im Team Krieg sein. Denk daran. Das nächste, was ich brauche, ist ein möglichst junger Patient. Keine spezielle Erkrankung. Ich sehe dich morgen. Und vergiss deine Bezahlung nicht.« Diesmal war es ein Diamant. Ein recht großer sogar. Aber Lucas war nicht glücklich, als er wieder im Krankenhaus ankam.
Hatte er Schuldgefühle? Er war sich nicht sicher. Mrs. Wren wollte ihm eigentlich nur helfen, und er hatte sie belogen. Der Junge fragte sich, was wohl nun mit ihr geschehen würde. Dr. Festus sah nicht wie ein Arzt aus, zu dem er gehen würde. Was das wohl für Experimente waren, die er und der Mann des Friedens machten? Und wie sollten sie helfen, die Menschheit zu retten? Lucas hatte furchtbare Albträume, als er am Abend schließlich einschlief. Er träumte von schrecklicher Folter, die Mrs. Wren mitmachen musste. Bei jedem Schnitt, den Dr. Festus ihr zusetzte, schrie sie seinen Namen. Sie schrie nach Lucas. Sie schrie, dass sie ihn hasste. Schrie, dass er dafür in die Hölle kommen würde. Dann injizierten sie ihr eine schwarze Flüssigkeit, und sie wurde ruhig. Als sie schließlich ihre Augen wieder öffnete, strahlten sie hellrot. Das war, als Luke schweißgebadet aufwachte. Was hatte er Mrs. Wren nur angetan? Er lag in seinem Bett und konnte nicht mehr einschlafen. Eine Stunde später, als er immer noch nicht schlafen konnte, weckte er seinen Bruder auf. Das Haus war zwar groß genug, doch ihre Mutter wollte noch viele Räume renovieren. Deshalb teilten sich die beiden Brüder ein Zimmer. Ihre Betten standen nah beieinander. Lucas rüttelte an der Schulter von Noah. »Lucas, wie spät ist es?« »Noah, ich muss dir was sagen. Ich habe was Schlimmes gemacht. Ich bin wieder hingegangen. Zu ihm.« »Wieso? Was hast du ihm gebracht?« »Mrs. Wren, willst du mich auf den Arm nehmen? Wie hast du das überhaupt gemacht? Bist du verrückt?« ich weiß jetzt, dass es falsch war. Wir müssen ihr helfen. Ich weiß, wo sie ist. Wir können sie da rausholen und zerstören dann das X auf dem Boden und die Türe, so, dass ihn niemals wieder jemand findet. Bitte helf mir. Das ist jetzt gerade keine gute Idee.« Lucas fand diese Antwort irgendwie seltsam. Was meinte sein kleiner Bruder damit? »Aber Mrs. Wren ist da. Wir müssen ihr helfen. Und wenn ich alleine gehe, schaffe ich es nicht. Er wird mich finden und einfangen.« »Ich sage dir was, Lucas. Leg dich wieder ins Bett und schlaf. Morgen früh werde ich mit dir zur Telefonzelle an der Ecke gehen und wir rufen die Polizei. Ganz anonym. Keiner wird wissen, dass wir etwas damit zu tun haben. Warte, ich bringe dir ein Glas Milch. Das macht doch Mama sonst immer, wenn es dir nicht gut geht.« Lucas tat, was sein Bruder ihm sagte, und trank das Glas Milch, das er ihm brachte. Danach konnte er tatsächlich recht schnell einschlafen. Doch das brachte ihm nichts, denn seine Träume waren erneut furchtbar. Immer wieder erschien ihm die schwarze Türe im Traum. Sie verfolgte ihn. Zuerst rannte er, doch dann konnte er nicht mehr rennen. Er konnte sich gar nicht mehr bewegen, um genau zu sein. Lucas lag auf einem Feld, völlig reglos, und die schwarze Türe stand direkt neben ihm. Langsam ging sie auf. Ein rotes Licht schien daraus, und eine furchtbare, knochige Hand griff nach ihm. Dann wachte er auf. Gott sei Dank. Doch, Moment mal, was war das? Er konnte sich immer noch nicht bewegen. Lucas sah an sich herunter und sah, dass er von oben bis unten mit Klebeband umwickelt war. Lucas konnte sich keinen Millimeter bewegen. Weshalb hatte er das denn nicht bemerkt? Dann blickte er neben sein Bett und sah, dass auch der Rest seines Traumes real war. Die schwarze Türe stand direkt neben seinem Bett. Der Mann des Krieges würde kommen, um sie beide zu holen. Da war er sich sicher. Dann sah er Bewegung auf der anderen Seite seines Bettes. Es war sein Bruder Noah. »Noah, wir müssen hier weg. Der Mann des Krieges kommt.«
Sicher kommt er, aber du musst keine Angst haben. Alles wird gut. Ich hatte schon Sorgen, dass du gar nicht mehr aufwachen würdest, nachdem du Mamas Schlafmittel getrunken hattest. Was? Noah? Noah lachte kühl. In dem Moment ging die schwarze Türe auf. Der Mann des Krieges und Dr. Festus erschienen. Gute Arbeit, Noah. Dich habe ich gesucht. Du wirst dem Team Krieg gute Dienste leisten. Komm mit, wir haben viel zu tun. Noah, das kannst du mir nicht antun. Ich hasse dich. Hörst du? Ich hasse dich, rief Lucas weinend. Er hätte niemals damit gerechnet, dass sein Bruder ihn verraten und verkaufen würde. Doch er hat es getan. Dann packte Dr. Festus ihn auf eine Krankenbahre und fuhr ihn durch die schwarze Türe. Der Mann des Krieges hatte ein weiteres Mitglied für sein Team Krieg gefunden. Dann war es bald soweit und er würde seinem Spiegelbild gegenübertreten, seinem jüngeren Ich. Nur so konnten sie verhindern, dass dieses kosmische Monstrum sie alle vernichten wird. Denn die Augen lauern überall. Der Mann des Friedens ist ein uraltes Wesen mit dunklen Kräften, der mit Hilfe seiner roten Türen durch die Flure zwischen den Welten reist. Nach vielen Jahrhunderten im Dienste der Hölle verriet er die Höllenfürsten und gab endlich sein wahres Ziel preis. Der ewige Frieden, indem er die Hölle und den Himmel im ewigen Krieg besiegt. Gemeinsam mit seinem Team Peace erlebt er dunkle und verdrehte Abenteuer, in denen sie sich den finstersten Gefahren gegenüberstellen. Doch diesmal ist es anders. Sein neuer, furchtbarster Gegner bisher ist er selbst. Zumindest eine Version von ihm. Der Mann des Friedens aus einer fernen Zukunft hat gegen einen übermächtigen Gegner verloren, der die Existenz allen Lebens beendet hat. Nun bricht er die Regeln der Zeit, reist zurück und versucht nun, seine eigene Zeitlinie zu ändern. Da er mit Frieden nichts erreicht hat, will er sein altes Team Peace töten, ein neues Team aufbauen und nennt sich fortan Mann des Krieges. Der Mann des Friedens muss nun entscheiden, ob er sich gegen sich selbst stellt und damit sein eigenes Schicksal besiegelt, oder ob er dem Mann des Krieges sein treues Team Peace vernichten lässt. Dazu kommt die Angst, dass er irgendwann selbst zum Mann des Krieges wird. Lass ein Abo und ein Kommentar da, wenn du mehr von diesem dunklen Abenteuer hören willst. Mein Name ist Jake Richardson. Ich habe aus Verzweiflung einen Job als Laborassistent angenommen, der mich nun an meinem Verstand zweifeln lässt. Die Dinge, die ich tun muss, verändern mich. Am besten ist, ich beginne ganz von vorne. Mein Leben änderte sich schlagartig, als ich einen merkwürdigen Job annahm und diesen Mann traf. Diesen seltsamen, traurigen Mann. Alles fing damit an, dass ich deprimiert in meiner Wohnung saß. Die Wirtschaft steckte in der Krise und das machte sich auch bei mir bemerkbar. Vielleicht kennen Sie das. Ich war jetzt 52 Jahre alt und hatte mich seit über 30 Jahren mit Gelegenheitsjobs rumgeschlagen. Eine Ausbildung hatte ich nicht. Bisher hatte das immer gut funktioniert. Doch in Zeiten wie diesen stellte keiner einen alten Kerl ohne Ausbildung oder spezielle Fähigkeiten ein. Gespart hatte ich auch nichts. Wie denn auch? Mein Lohn war nie wirklich üppig. Und dann wollte jeder davon noch sein Stück abhaben. Der Staat wollte Steuern, mit denen er seine dämlichen Kriege finanzierte. Die Krankenkasse wollte einen Haufen Kohle. Und die Miete wurde in den letzten Jahren auch immer teurer. Man konnte sich das Leben schon fast nicht mehr leisten. Dazu kam, dass es mir nicht gerade gut getan hat, dass meine Frau mich vor 5 Jahren verlassen hat. Sie hat einfach unseren Sohn genommen und ist abgehauen. Wahrscheinlich zu einem neuen Kerl.
Ich habe keine Ahnung, wo sie seitdem sind. Einen Anwalt kann ich mir nicht leisten. Mein Vermieter, James, war der Einzige, der mir in dieser schweren Zeit half. Er trank ab und zu ein Bier mit mir und versuchte, mich aufzuheitern. Auch wenn ich es nicht zugeben wollte, hat mir das wirklich geholfen. Wenigstens ein Mensch auf der Welt hatte mich noch nicht ganz abgeschrieben. Doch auch das war jetzt wohl vorbei. Denn in meinem Briefkasten hatte ich heute Morgen einen Brief von James gefunden. Er war auf letzte Woche datiert, was nicht weiter verwunderlich war. Ich ging nur ganz selten noch zum Briefkasten. Was sollte ich denn mit den ganzen Rechnungen, die ich eh nicht bezahlen konnte? Jedenfalls stand Folgendes in dem Brief. »Lieber Jake, es tut mir leid, aber es geht nicht mehr anders. Hiermit kündige ich unser Mietverhältnis fristgerecht zum 31. August dieses Jahres. Du hast mir leider keine Wahl gelassen, Kumpel. Es ist jetzt 7 Monate her, Jake. Ich habe selbst auch nicht viel zum Leben. Ich brauche das Geld. Solltest du es schaffen, in den nächsten 3 Monaten wenigstens die aktuell fällige Miete zu zahlen, nehme ich die Kündigung gerne zurück. Doch so geht es nicht weiter. Es tut mir so leid, Kumpel. Ich hoffe, du wirst mein Freund bleiben. James.« Ich wollte wütend sein, wollte ihn als meinen Vermieter, der Macht über mich hat, hassen. Doch ich konnte nicht. Denn nicht nur, dass er auch mein Freund war. Ich wusste natürlich, dass er recht hatte. Verdammt, und wie er recht hatte. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal die Miete bezahlt hatte. Bisher hatten sie mir nicht den Strom oder das Wasser abgestellt, also ging ich davon aus, dass James es bis jetzt bezahlt hatte. Er war ein guter Kerl, und ich konnte nicht sauer auf ihn sein. Ich war sauer auf mich selbst, denn ich selbst war es, der mich in diese schwierige Situation gebracht hatte. Um es kurz zu fassen, ich war verzweifelt. So nahm ich mir einen Teil meiner letzten Dollarmünzen und besorgte mir 1 Dutzend Zeitungen. Es war zwar kaum zu glauben, aber manche Firmen platzierten ihre Anzeigen nur in Zeitungen und nicht auf den üblichen Websites. Ich schätze, sie wollten sichergehen, dass der Bewerber sich auch wirklich anstrengte und alle Register zog, um einen Job zu bekommen. Fast den ganzen Tag dauerte es, bis ich alle Stellen aus den Zeitungen und aus dem Netz gelesen hatte und in einer Word-Datei aufgelistet hatte. Am Ende kam ich auf 124 Anzeigen, auf die ich mich nun bewerben würde. Gott sei Dank bevorzugten fast alle davon eine Bewerbung per E-Mail. Ich hätte es mir nicht leisten können, 124 Bewerbungen per Post zu versenden. Jetzt war meine Kreativität gefragt, denn ich bewarb mich auf die verschiedensten Jobs. Helfer im Garten- und Landschaftsbau, Kellner, Helfer in der Pflege, Bürofachkraft, Reinigungskraft und sogar Tellerwäscher waren nur einige der Jobs, die ich versuchte zu ergattern. Glücklicherweise hatte ich vor ein paar Jahren einen gut fundierten Kurs im Schreiben von Bewerbungen gemacht und hatte meine selbst erstellten Musterbewerbungen samt Unterlagen noch auf meinem USB-Stick. Jetzt musste ich diese nur noch auf die verschiedenen Stellenausschreibungen anpassen. Und das tat ich. Für alle 124 Stellenangebote. Es kostete mich fast 2 Tage, aber schlussendlich war ich stolz auf mein Werk und war mir sicher, dass es mich zum Erfolg führen würde. Also schickte ich alle E-Mails und Briefe ab und wartete auf positive Nachrichten. In der Zwischenzeit wurde meine Lage immer verzwickter. Ich bekam Besuch von einem Gerichtsvollzieher. Er fand zwar nichts Wertvolles, das er pfänden konnte, doch es war einfach degradierend. Ich fühlte mich elend. Dazu kam noch, dass am Ende mein Konto gepfändet wurde, weil ich eine Rechnung über 239 Euro für einen Mietwagen nicht bezahlt und die Mahnungen ignoriert hatte.
Aber das machte nichts. Mit meinem neuen Job konnte ich die 239 Euro locker bezahlen und mein Konto, das weit im Minus war, wäre nicht mehr gepfändet. Es dauerte noch einige Tage, bis die erste Absage per Post eintraf. Motivierend war das nicht, aber es gehörte dazu. Das war mir klar. Dann kam noch eine Absage per Mail und noch eine. Nach 4 Wochen hatte ich 103 Absagen vorliegen. Die restlichen Firmen meldeten sich nicht und auf Nachfrage sagte man mir, sie hätten sich für jemand anderen entschieden. Das konnte doch nicht sein. Ich stellte keine Ansprüche an meine neue Arbeit. Die Arbeitszeiten waren mir egal und sogar der Lohn war mir nicht wichtig, solange ich davon meine Rechnungen bezahlen konnte. Ich wollte doch einfach nur leben, verdammt. Vor lauter Wut knüllte ich die Zeitungen zusammen und wollte sie wegwerfen, als mir etwas ins Auge stach. Es war ein trauriger Smiley, der bei einer der Anzeigen stand, die ich markiert hatte. Das war eine von den wenigen, auf die ich mich nicht beworben hatte. Um ehrlich zu sein, hatte ich sie nicht mal ernst genommen und nur darüber geschmunzelt. Ich las sie noch einmal, um dann zu entscheiden, ob ich mich nicht doch noch bewerben sollte. Der Text lautete wie folgt. Heididi, schnapp, schnapp, aufgepasst! Sind Sie bereit zu reisen? Auch in eine andere Welt? Können Sie einfache Arbeiten erledigen und Diskretion bewahren? Ertragen Sie Ekel? Dann arbeiten Sie in unserem Labor. Bei uns verlieren Sie vielleicht Ihre Seele, aber gewinnen neue Freunde. Bewerbungen per E-Mail an manndeskrieges69@gmail.com. Vielleicht war das alles nur cleveres Marketing? Es war ja sicher nicht der Teufel persönlich, der Verstärkung in der Hölle suchte. Das mit der Seele war sicher nur ein blöder Spruch. Ich sollte einfach mal eine Mail mit einer kurzen Bewerbung senden und schauen, was sich tut. Und so machte ich es dann auch. Schon am nächsten Morgen hatte ich eine Antwort in meinem virtuellen Postfach. Und es war eine, die mich verdammt glücklich machte. Hey Jakey, Ihre leidenschaftliche Bewerbung verzückt meine Seele, Mr. Richardson. Ich würde Sie gerne zu einem Bewerbungsgespräch einladen. Kommen Sie 3 Stunden, nachdem Sie diese E-Mail gelesen haben, zur Blaker Street 41 in das Zimmer 66 auf der 4. Etage. Es wird sich für Sie lohnen. Auch wenn der erste Teil des Textes sicher sarkastisch gemeint war, war ich unglaublich froh, endlich zu einem Gespräch eingeladen worden zu sein. Ich fragte mich zwar, woher die Person wissen wollte, wann ich die E-Mails las, doch das war mir egal. Unmittelbar nach dem Lesen der guten Nachricht bügelte ich meinen besten Anzug und nahm eine ausgiebige Dusche. Das Duschen hatte ich nämlich in den letzten Wochen vernachlässigt. Aber damit war jetzt Schluss. Neuer Job, neues Ich. Dann machte ich mich direkt auf den Weg. Ich wollte nicht zu spät kommen. Die Blaker Street war ungefähr 20 Gehminuten von mir entfernt. Das wäre auf jeden Fall ein angenehmer Arbeitsweg, dachte ich mir. Die ganze Gegend hier sah noch heruntergekommener aus als die Straße, in der ich wohnte. Alte Wohnhäuser, die leer standen und mit Graffiti besprüht wurden. Lagerhallen und Bushaltestellen, die wohl nicht mehr angefahren wurden. Als ich vor der Hausnummer 41 ankam, musste ich mich zusammenreißen. Alle Hoffnung verschwand mit einem Mal aus meinem Herzen. Ich stand vor einem verlassenen Fabrikgebäude. Anscheinend hatte sich jemand einen Scherz erlaubt. Hier gab es ganz sicher kein Labor. Wie in Trance ging ich trotzdem durch den Vordereingang, der nicht einmal mehr Türen hatte. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Während ich die Treppen zum 4. Stock nahm, dachte ich mir, ich könnte mich vielleicht vom Dach stürzen, dann wäre die ganze Misere vorbei. Es schadete ja nicht, vorher nochmal den Raum 66 zu suchen.
Der Gang im vierten Obergeschoss war dreckig, voller Spritzen, Erbrochenem und Müll. Raum Nummer 66 jedoch war der einzige, der mit einer Türe aus Metall verschlossen war. Die anderen Räume hatten vergammelte Holztüren. Die Türe von Raum 66 jedoch sah neu aus. Es sah aus, als wäre sie vor kurzem noch rot gewesen, doch jemand hatte sie schwarz gemalt. Vor der Türe war ein großes X in den Boden gekratzt und auf der Türe stand: Hier klopfen. Sollte etwa doch jemand vom Personalwesen hier sein? Vielleicht wollte man die Fabrik ja wieder eröffnen. Das würde eine Menge Arbeitsplätze bringen, nicht nur für mich. Ohne jedoch zu viel Hoffnung zu haben, klopfte ich und wunderte mich über das Geräusch, welches ich erzeugte. Es hörte sich nicht an, als würde man auf Metall, sondern auf Holz klopfen. »Herein!« Irgendwie wurde mir schwindelig oder so. Ich hatte das Gefühl, nach vorne zu fallen und stolperte. Als ich wieder aufschaute, stand ich tatsächlich in einem Büro. Nur sah es hier nicht so aus wie in einer Fabrik oder einem Labor. Die Wände waren aus blankem Stein. Es gab Wandteppiche, alte Gemälde und einen großen alten Schreibtisch mit einer brennenden Kerze darauf. Der Mann, der am Schreibtisch saß, legte sein Smartphone beiseite und erhob sich. »Mr. Richardson, es freut mich, Sie kennenzulernen. Bitte nehmen Sie doch Platz«, sagte er. Der Mann hatte schwarzes, zurückgekämmtes, langes Haar und stechend grüne Augen. Sein Bart war auch ziemlich lang. Bei beidem, Bart und Haar, hatte er einige weiße Strähnen. Er trug schwarze Jeans und ein schwarzes Hemd. An der Brust hatte er einen roten Anstecker mit einem Smiley darauf, auf dem stand: Team Krieg. Vielleicht war er ja in der Waffenlobby oder so. Jedenfalls setzte ich mich und war gespannt, was er für einen Job anzubieten hatte. »Wie ich sehe, haben Sie meinen Anstecker bewundert, Mr. Richardson. Sollten Sie für uns arbeiten, bekommen Sie natürlich Ihren eigenen. Krieg ist nämlich unser Geschäft, wissen Sie? Mit Krieg erreicht man schlussendlich auch Frieden. Wie genau erreicht man den Frieden, fragen Sie sich? Mit Fortschritt. Wie erreicht man Fortschritt? Mit Wissenschaft. Mit unseren wissenschaftlichen Experimenten sind wir in den letzten 100 Jahren so vorangeschritten, dass wir nun, irgendwann demnächst, in eine größere Testeinrichtung umziehen wollen. Doch auch in der jetzigen Testeinrichtung oder Labor, nennen Sie es wie Sie wollen, fallen viele Arbeiten an, die neben den Experimenten erledigt werden müssen. Der Müll muss entsorgt werden, die Einrichtung muss sauber gehalten werden, Glühbirnen müssen gewechselt werden und Ähnliches. Um es kurz zu machen, Mr. Richardson, wir brauchen einen Laborassistenten, der auch mal als Hausmeister aushilft, sagte er. Ein Hausmeister-Laborassistentenjob also, das hörte sich doch gut an. Er erzählte mir noch mehr über die Arbeit und dass ich mich daran gewöhnen müsste, dass bei Ihnen einiges anders läuft als in anderen Firmen. Ich wusste nicht, was er damit meinte, aber das würde sicher kein Problem für mich sein. So gab er mir den Vertrag mit, den ich in Ruhe zu Hause lesen sollte. Falls mir das Angebot zusagte, sollte ich mich am nächsten Tag per E-Mail melden und könnte am Tag darauf schon mit der Arbeit beginnen. Bei der Verabschiedung fragte ich noch, wie denn sein Name war. Er sagte, Namen seien nicht so wichtig. Er wäre einfach der Mann des Krieges. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber daran sollte es nicht scheitern. Beim Verlassen des Raumes hatte ich erneut das Gefühl zu fallen und mir wurde schwindelig. Als ich mich umdrehte, war die Metalltüre verschlossen. Irgendwas war hier seltsam. Doch damit konnte ich leben,
denn der Mann des Krieges schien nett zu sein. Später am Abend las ich den Vertrag und spuckte fast meinen Kaffee darauf, als ich das Gehalt sah. Es gab 6.000 Dollar monatlich im Voraus. Auszahlung, auch in Gold oder Diamanten möglich, stand dahinter. Komisch. Aber 6.000 Dollar im Voraus? Für 6.000 Dollar würde ich auch die Folterkammer der Hölle schrubben. Der Rest des Vertrages war etwas seltsam formuliert, aber eigentlich war es ein ganz gewöhnlicher Arbeitsvertrag. Nur auf der letzten Seite stand etwas relativ Ungewöhnliches. Dort stand: Für Sicherheit und Unversehrtheit Ihres Körpers und Ihrer unsterblichen Seele wird nur garantiert, wenn Sie sich an folgende Regeln halten. Erstens, sprechen Sie nicht mit den Testobjekten. Zweitens, lassen Sie niemals ein Testobjekt aus seiner Zelle. Drittens, seien Sie weitestgehend pünktlich. Viertens, seien Sie diskret und sprechen mit niemandem über Ihre Arbeit. Fünftens, seien Sie freundlich und grüßen andere Mitarbeiter. Sechstens, geweint wird nur in den dafür vorgesehenen Pausen. Heil Satan! Heil Satan? Nicht mit den Testobjekten sprechen? Wurde dort etwa an Menschen experimentiert? Naja, es war ja möglich, dass es sich um medizinische Studien mit Freiwilligen handelte, die gut bezahlt wurden. Die Zweifel vergaß ich schnell wieder, denn mir schwirrte immer noch diese Zahl im Kopf herum. 6.000 Dollar! Eigentlich war es keine Frage. Ich würde unterschreiben. Am nächsten Morgen schrieb ich wieder eine E-Mail an manndeskrieges69@gmail.com, in der ich zusagte und schrieb, mich auf den ersten Arbeitstag morgen zu freuen. Schon wenige Sekunden später erhielt ich eine Antwort. Der Mann konnte wirklich schnell tippen, so schien es. In der E-Mail stand: Willkommen im Team Krieg, Mr. Richardson. Halleluja, lobet den Herrn, Kölle Alaf. Seien Sie bitte morgen früh um 9 Uhr Ortszeit Ihrer Welt im Raum 69 im Stockwerk 4 des Ihnen bekannten Gebäudes in der Blaker Street. Wir freuen uns auf Sie. 9 Uhr war perfekt, dann konnte ich ausschlafen. Frisch geduscht, rasiert und voller Tatendrang stand ich um 10 vor 9 am nächsten Tag vor Raum Nummer 69. Auch hier war ein X auf den Boden eingeritzt. Auf der schwarzen Türe stand: Nur für Mitarbeiter. Dann war ich hier ja richtig. Mann, ich war endlich wieder ein Mitarbeiter. Ich freute mich schon darauf, meinem Kumpel James endlich die Miete zu bezahlen. Er war mein einziger echter Freund. Und James verdiente es nicht, dass ich ihn so ausnutzte. Ich versuchte, die Türe zu öffnen, doch sie war verschlossen. Verwirrt klopfte ich an und musste fast eine halbe Minute auf eine Antwort warten. Die Stimme auf der anderen Seite hörte sich jedoch nicht an wie der Mann des Krieges, sondern wie die eines kleinen Jungen. Wieder wurde mir schwindelig und ich fiel nach vorne. Diesmal war ich mir sicher, dass ich die Türe nicht geöffnet hatte, und doch stand ich jetzt mitten im Raum. Vor mir stand tatsächlich ein kleiner Junge. Er begrüßte mich und stellte sich als Noah vor. Er wäre der Junior Vice President of Operations and Human Resources und würde mich heute einweisen. Irgendwie sah er seltsam aus. Etwas merkwürdig, aber das war hier ja nichts Neues. Zuerst bekam ich meinen Team-Krieg-Anstecker mit dem Hinweis, dass die Team-Krieg-T-Shirts, von welchem er eines trug, leider momentan nicht geliefert wurden. Dann kam das Beste. Ich bekam die 6.000 Dollar bar auf die Hand im Voraus bezahlt. Meine Hände zitterten, während mir Noah meinen Spind zeigte, wo ich mein Geld lassen und meine Arbeitsklamotten anziehen konnte.
Nachdem ich in mein Overall geschlüpft war, fiel mir erst auf, dass das hier eigentlich nicht möglich war. Ich war in einen Raum gegangen, der höchstens 20 Quadratmeter groß sein konnte. Hinter der hinteren Wand dieses Raumes hätte Luft sein müssen, denn dort endete das Gebäude. Aber das tat es nicht. Es gab dort eine Türe, die in die Laboreinrichtung führte. Es waren mehrere lange Flure mit Zimmern oder Zellen dahinter. Und da war noch etwas. Wenn man aus dem Fenster schaute, sah man, dass man sich im Erdgeschoss befand. Bis gerade eben waren wir jedoch noch im vierten Stock. Wie war das möglich? Wir waren weder Treppen gelaufen, noch hatten wir einen Aufzug genommen. Hinzu kam, dass die Sonne draußen eher orange-rötlich schien und etwas dunkler war als vor einigen Minuten noch. Zeit, darüber nachzudenken, hatte ich jedoch keine, denn Noah führte mich rum und zählte mir meine Aufgaben auf. Den Boden der Flure wischen, die leeren Zellen säubern, einige Experimente überwachen, den Müll rausbringen, eventuell Glühbirnen wechseln und auch das Büro vom Mann des Krieges reinigen. Dieses befand sich am Ende der langen Flure. Wir besuchten ihn kurz, doch er war am Telefonieren. In der Ecke des Raumes stand noch jemand. Es war ein dürrer Kerl mit langem Hals, verrückten Augen und nur wenigen Haarsträhnen. Er trug einen blutverschmierten OP-Kittel. Ich erinnerte mich an die Regeln aus dem Vertrag und grüßte ihn. Der irre Doktor hob die Hand. »Howdy, Partner«, sagte er scherzhaft mit einer seltsamen Stimme. Als wir wieder rausgingen, stellte Noah ihn mir als Dr. Festus vor. Er sei hier der Chefarzt und ein geschätzter Mitarbeiter. Dann zeigte er mir noch die Toiletten, die mussten natürlich auch gesäubert werden. Als ich sagte, dass das Gebäude größer sei, als ich es mir vorgestellt hatte, sagte Noah mir, dass ich mich über solche Dinge nicht mehr wundern sollte. Das würde es mir einfacher machen. Ich wollte gar nicht wissen, was da noch auf mich zukam, und machte mich jetzt lieber an die Arbeit. Die Flure waren mit dem tollen Equipment, welches mir zur Verfügung stand, leicht zu reinigen. Ich hatte sogar richtig Spaß dabei. Auch das Büro vom Mann des Krieges säuberte ich gründlich. Zuerst wollte ich später wiederkommen, weil er erneut telefonierte, doch er meinte, das sei kein Problem. Er schien mir wirklich zu vertrauen. Das war ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, mit wem er telefonierte, aber das Gespräch ergab für mich keinen Sinn. Es ging um einen Kerl namens Eddie Steve und darum, die richtige Version von ihm zu finden. Es ging um verschiedene Versionen von Welten und eine Menge anderes verrücktes Zeug. Ich nahm mir Noahs Rat zu Herzen und hörte auf, mich zu wundern, während ich einfach meine Arbeit machte. Mein erster Arbeitstag verlief also relativ gut und ich ging glücklich mit $6,000 nach Hause. Wenn ich mich an die Anweisung von Noah hielt, wieder die Türe zu nehmen, aus der ich gekommen war, landete ich wieder im Flur des vierten Stockes in der Blacker Street 41. Mir war inzwischen klar, dass das Ganze nicht normal war. Doch das war mir vollkommen egal. Mit den $6,000 in der Hand ging ich direkt zu meinem Vermieter und Freund James und zahlte die Miete für den kommenden Monat. Er war glücklich, mir nicht mehr kündigen zu müssen, und klopfte mir auf die Schulter. James war wirklich ein guter Kerl. Dann bestellte ich mir chinesisches Essen und ein paar Klamotten bei Amazon. Das Leben fühlte sich direkt viel besser an. Da wusste ich noch nicht, dass an meinem zweiten Arbeitstag alles eine dunkle Wendung nehmen würde. Am nächsten Tag hatte ich mich schon daran gewöhnt, die seltsamen Übergänge zu benutzen. Darüber, dass ich wohl in einer anderen Welt war, wollte ich aber nicht genauer nachdenken.
Manchmal ist es besser, einfach weiterzumachen, ohne sich viele Gedanken zu machen. Ich putzte die Flure und brachte den Müll raus. Als ich das tat, bekam ich auch die Bestätigung, dass ich wirklich nicht mehr in der Blaker Street war, denn das Gelände draußen war ein vollkommen anderes. Wir befanden uns auf einer Art kleinem Berg, abgeschnitten vom Rest dieser Welt. Ich ignorierte auch das und machte mit meiner Arbeit weiter. Beim Putzen von einem der letzten Flure fielen mir einige merkwürdige Geräusche auf, die aus einem der Zimmer kamen. Es hörte sich wie ein Surren an. Ich konnte es nicht genau beschreiben. Jedenfalls übermannte mich meine Neugier und ich blickte durch das kleine, vergitterte Fenster an der Tür. Ich musste einfach wissen, was für Experimente hier wirklich vonstatten gingen. In der Zelle war es dunkel. In einer Ecke sah ich ein Bett und ein Waschbecken. In der anderen Ecke hing irgendwas an der Wand. Zuerst dachte ich, es sei ein seltsamer Schrank. Doch dann gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit und ich erschrak. An der Wand hing eine riesige Motte. Das Monstrum war locker so groß wie ein ausgewachsener Mann. Dann sah ich auch, warum es so groß war. Die Motte trug Boxershorts. Sie war so groß wie ein ausgewachsener Mann, weil sie einer war. Die Beine sahen noch menschlich aus, genauso wie Teile des Kopfes. Dafür war der Rücken mit einer Art Fell bedeckt und hatte riesige Mottenflügel. Eine Hälfte des Gesichtes war menschlich, die andere sah wie das eines Insekts aus, inklusive einem riesigen Insektenauge. Was für ein schauriger Anblick! Die Motte drehte sich plötzlich zu mir und flog zur Türe. Ein blanker Horror überkam mich und ich fiel auf meinen Hintern. Was zur Hölle hatte man diesem armen Mann angetan? War er so geworden und man versuchte ihn hier zu heilen oder war er eines der Experimente vom Mann des Krieges? Interessant, nicht wahr? Und da stand er auf einmal hinter mir. Der Mann des Krieges. Ich sah ihn an und plötzlich fröstelte es mich. Mir wurde in diesem Augenblick vielleicht klar, wie dunkel und kalt sein Herz und seine Seele waren. »Ja, Sir, sehr interessantes Experiment«, log ich. »Ich weiß, dass Sie es jetzt noch nicht verstehen, Mr. Richardson. Doch das, was wir hier tun, ist wichtig.« »Ich will die Menschheit retten, Mr. Richardson. Das will ich unbedingt.« Der Fakt, dass ihm Tränen in den Augen standen, machte mir noch mehr Angst. »Das glaube ich Ihnen, Sir.« »Sicher, Sie glauben mir, doch Sie verstehen es noch nicht. Was wir hier tun, ist besonders. Und bald werden Sie auch verstehen, dass Sie selbst besonders sind, Mr. Richardson.« Es gibt viele Welten. Dementsprechend gibt es viele Versionen von ihnen. Manchmal heißen sie Mr. Richards, manchmal Richardson. Doch im Endeffekt sind sie dieselbe Person. Doch sie, sie sind anders. Sie haben es in sich. Sie haben es in sich, mir zu helfen, die Welt zu retten. Sie müssen nur akzeptieren, wer sie wirklich sind. Und nun gehen Sie wieder an die Arbeit. Ja, Sir. Ich hatte eine Gänsehaut. Hatte ich sie, weil er mir Angst machte oder weil ich insgeheim wusste, wovon er sprach? War da nicht etwas in mir? Etwas, was die Leute leiden sehen wollte, weil ich einen geheimen Hass auf alle hegte? Ich hasste meinen ehemaligen Chef, der mich gefeuert hatte, hasste meine Frau, die mich verlassen und mir meinen Sohn genommen hatte. Ich hasste sie alle. Das Schicksal des Mottenmannes beschäftigte mich in den nächsten Tagen. Ich hatte diesen Job angenommen, ohne Fragen darüber zu stellen
was für Experimente hier vor sich gingen. Machte mich das nun zu einem schlechten Menschen? Gar zu einem Mittäter? Ich wusste es nicht. Ich wusste ja nicht mal, ob die Experimente den Testobjekten überhaupt schadeten oder ob sie sich freiwillig gemeldet hatten. Das ging mich ja auch nichts an. Ich war doch nur ein Laborassistent oder ein Hausmeister oder was auch immer. Auch das Militär brauchte Assistenten und Hausmeister. War der dann dafür verantwortlich, dass Millionen von Menschen in Kriegen starben? Ich fand, dass er das nicht war. Dann war da noch der Punkt, dass ich keine Wahl hatte. Mit diesem Job war ich endlich wieder jemand. Ich hatte genug Geld, um mich hübsch zu kleiden, um essen zu gehen und mir ein kleines Auto zu kaufen. Ohne diesen Job war ich pleite und kurz davor, mir das Leben zu nehmen. Ich fand, ich hatte ein Anrecht auf mein Leben und beschloss, einfach fleißig zu arbeiten und mich aus anderen Angelegenheiten rauszuhalten. Und so machte ich es auch. Ungefähr eine Woche später war die Zelle des Mottenmannes leer und ich sollte sie reinigen. Hier drin stank es ganz schön widerwärtig. Der Boden in der Mitte des Raumes, direkt unter der Lampe, sah verbrannt aus und irgendwelche Überreste klebten dort. Anscheinend war die Motte in Flammen aufgegangen. Von Noah bekam ich die Aufgabe, runter in die Stadt zu fahren und 100 feuerfeste Decken zu bestellen. Anscheinend hatte der Mottenmann mit Hilfe seiner Bettdecke und der Lampe ein Feuer entzündet. Motten waren eben süchtig nach Licht. Nachts hatte ich schlimme Albträume und mir war natürlich bewusst, woher diese kamen. Ohne es zu merken, war ich in eine düstere Welt des Horrors und des unvorstellbaren Grauens eingetaucht und hatte sie als meine Normalität angenommen. Dann wurde mir noch etwas anderes klar. Der Mottenmann hatte Selbstmord begangen. Er hasste, was aus ihm geworden war. Doch er war nur der Anfang. In den nächsten Tagen gewöhnte ich mich immer mehr an meinen neuen Job und auch an die Leute. Im Normalfall hielt ich mich auch von den Zellen fern, außer von denen, die ich reinigen musste natürlich. Der Mann des Krieges hatte mir gesagt, ich solle mich den Experimenten widmen, wenn ich bereit sei. Aber das machte mir Angst. Doch eine Zelle erregte meine Aufmerksamkeit. Im Vorbeigehen hatte ich ein Stöhnen gehört. Es hörte sich an wie das Stöhnen einer Frau. Was soll ich sagen? Ich war ein sehr einfacher Mann. Ich wollte einfach nur mal reinschauen und sehen, was da drin so vor sich ging. Wie beim Mottenmann blickte ich durch das kleine Fenster mit den Gittern. Sofort wurde mir klar, dass die Frau nicht aus Wollust gestöhnt hatte. Ein großes Stück Metall, wohl ein Teil eines Autos, steckte tief in ihrer Brust. Als sie mich sah, stöhnte sie erneut und sprang auf die Türe zu. Ich wich einen Schritt zurück, hatte so aber einen besseren Blick auf die Frau. Ihre Haut war ganz blass und ihre Augen weiß. Das Blut an der großen Wunde in der Brust war längst geronnen. Neben der Tür hing ihre Akte, in die ich einen Blick warf. Es war nicht verboten. Schließlich wollte der Mann des Krieges ja, dass ich mich mehr mit den Experimenten beschäftigte. Die Frau hieß Louisa Gringer. Hier war auch ein offizieller Bericht des New Yorker Police Departments. Sie hatte einen Autounfall mit einem betrunkenen Kerl. Dabei wurde ihr Herz von einem Stück Metall durchbohrt. Die Frau war tot. Das war auch auf den Bildern zu sehen, in denen sie in der Leichenhalle lag. Wie konnte es sein, dass diese Tote jetzt vor mir stand, in ihrer Zelle umherlief und stöhnte? Hatte der Mann des Krieges tatsächlich ein Mittel gegen den Tod gefunden? Das war ja sensationell. Was für ein Durchbruch in der Medizin!
In den nächsten Tagen warf ich immer wieder einen Blick in ihre Zelle und änderte meine Meinung schnell. Sie lief manchmal gegen die Wand, und ihr Blick ließ erkennen, dass in ihr noch irgendeine Art von winziger Intelligenz war. Doch sie konnte ihre eigene Existenz nicht begreifen. Was für eine furchtbare Art, sein Dasein zu fristen. Ich fragte mich, ob sie Schmerzen spüren konnte. Falls ja, musste es nicht auszuhalten sein. Ihr Körper war halb verrottet, ihr Blut in den Adern war geronnen und das Stück Metall steckte immer noch in ihrem Herzen. Der Armen konnte ich nicht mehr helfen, aber vielleicht ihrem Nachbarn. Er war neu in der Zelle und ich hörte, dass er weinte. Es hörte sich so an, als wäre er noch ein kleiner Junge. Ich wusste, dass ich gegen die Regeln verstieß, doch ich konnte nicht anders. Es war immerhin ein Kind. In die Zelle sehen konnte ich nicht, da ein Handtuch vor dem Fenster hing. Aber der Junge antwortete, als ich ihn rief. Er flehte nicht mal um Hilfe, sondern fragte nur, was ich wollte. Ich sagte, ich wollte nur wissen, ob es ihm gut gehe. Das hier sei ja kein Ort für einen kleinen Jungen. Was er jetzt sagte, schockierte mich. Er sei kein kleiner Junge mehr. Er sei etwas ganz anderes. Und wenn mir mein Leben lieb wäre, sollte ich mich fern von ihm und seinem Bruder halten. Als ich fragte, wer sein Bruder sei, sagte er mir, es sei Noah. Am nächsten Tag ging ich zum Mann des Krieges und beichtete. Ich hoffte, er würde mich nicht feuern. Gelassen erklärte er mir, dass Lucas, so der Name des Jungen, doch kein einfaches Testobjekt sei. Er sei Teil der Familie und ein Gast. Das gelte aber nicht für die anderen Zellen. Dann fragte er mich, wann ich endlich bereit wäre, mein erstes eigenes Experiment zu starten. Ich versicherte ihm, dass ich bald bereit dazu wäre und machte mich auf den Weg in den Keller. Dort war ich vorher noch nie, aber einmal im Monat sollte ich dort auch den Boden wischen. Auf dem Weg dahin kam ich an Lucas Zelle vorbei. Anstatt einem Weinen hörte ich nur ein furchterregendes Knurren. Ich wollte lieber nicht wissen, was aus ihm geworden war. Im Keller gab es neben etlichen Generatoren und Rohren eine einzige Zelle. Während ich erstmal den Boden des Kellerflures wischte, machte ich mir Gedanken darüber, was der Mann des Krieges zu mir sagte. Er wollte unbedingt, dass ich selbst ein Experiment durchführte. Er wollte wissen, ob ich wirklich die Version von mir war, die es in sich hatte. Wollte ich das nicht auch wissen? Ich hielt mich eigentlich nicht für einen schlechten Kerl, doch ich wusste, was er meinte. In mir war diese Neugier darauf, wie es wohl war, so viel Macht über einen anderen Menschen zu haben, wie es war, ihnen Schmerzen zuzufügen, ohne dass sie sich wehren konnten. Denn so erging es auch mir lange. Es schmerzte, gefeuert zu werden. Es schmerzte, verlassen zu werden. Es schmerzte, den eigenen Sohn nicht mehr sehen zu können. Und ich konnte mich auch nicht dagegen wehren. Ich dachte daran, wie mein Kumpel und Vermieter James mich tröstete, als meine Frau abgehauen war. Ja, es gab auch Gutes in der Welt. Gute Menschen wie James. Ich musste diese dunkle Seite in mir in Schach halten. Doch nun war der Boden im Keller fertig gewischt. Er glänzte richtig. Ich blickte erneut zur Türe der einzigen Zelle hier unten und sah, dass sie offen stand. Das war eine Einladung vom Mann des Krieges. Das war mir klar. Es konnte ja nicht schaden, mal reinzugehen und nachzusehen, oder? Bevor ich wusste, was ich tat, stand ich schon vor der Türe. Ich überlegte kurz, was ich tun sollte, und trat schließlich ein.
das Opfer, das der Mann des Krieges für mein erstes Experiment ausgesucht hatte, war an einen Tisch festgeschnallt. Sein Mund war geknebelt und er konnte sich nicht rühren, doch seine Augen starrten mich panisch an. Der Kerl hatte Todesangst. Neben dem Tisch, an dem er festgeschnallt war, stand ein kleiner Wagen. Darauf lagen ein paar Nägel, einige Spritzen mit einer schwarzen Flüssigkeit darin und ein Skalpell. Es wäre schon interessant zu sehen, was geschah, wenn ich ihm einen Schnitt versetzte, nur einen kleinen. Oder was würde wohl passieren, wenn ich ihm diese Flüssigkeit direkt ins Herz spritzte? Ob er Krämpfe haben würde? Nein, dieser Mist musste aus meinem Kopf. Es war, als ob ein Kampf in mir stattfinden würde. Schlussendlich gewann die richtige Seite die Oberhand. Dann legte ich ihm eine Hand auf die Schulter und lächelte. »Keine Sorge, James, alles wird gut«, versprach ich meinem einzigen Freund, der vom Mann des Krieges gekidnappt und hier eingesperrt worden war. Dann ging ich an die Arbeit. Am Ende saß ich in der Ecke auf einem Stuhl und hatte den Kopf in meinen Händen vergraben. James stand in der anderen Ecke des Raumes. Er röchelte und stöhnte. Seine Augen leuchteten grün und seine Haut war ganz blass. Das lag an dem vielen Blut, das nun, anstatt in seinem Körper zu fließen, an meinen Klamotten klebte. Es war interessant zu sehen, wie er sich verändert hatte, als ich ihm die schwarze Flüssigkeit spritzte. Er hat auch kaum versucht zu schreien, als ich ihm die Brust immer wieder aufschlitzte. Diese untoten Dinger, was immer sie auch sind, halten wirklich unglaublich viel aus und haben unglaubliche Selbstheilungskräfte. Ich erschrak, als Dr. Festus eine Hand auf meine Schulter legte. »Das war ein gutes Experiment, Mr. Richardson. Sie werden ein guter Assistent sein«, lobte der Doktor mich. »Dr. Festus hat recht, auch wenn er nicht immer der Hellste ist«, sagte der Mann des Krieges. Dr. Festus senkte den Kopf. Er schien großen Respekt oder Angst vor dem Mann des Krieges zu haben. »Jetzt sind Sie wirklich im Team Krieg, Mr. Richardson. Haben Sie einen Wunsch, wer Ihr nächstes Versuchobjekt sein soll?« fragte der Mann des Krieges. Ich blickte zu ihm auf, dann lächelte ich. »Wissen Sie, Sir, ich habe meine Frau lange nicht mehr gesehen.« Nicht abschalten, es geht noch weiter. Der Mann des Friedens, unsere Hauptfigur in dieser Creepypasta-Serie, ist ein uraltes Wesen mit dunklen Kräften, der mit Hilfe seiner roten Türen durch die Flure zwischen den Welten reist. Nach vielen Jahrhunderten im Dienste der Hölle verriet er die Höllenfürsten und gab endlich sein wahres Ziel preis, der ewige Frieden, in dem er die Hölle und den Himmel im ewigen Krieg besiegt. Gemeinsam mit seinem Team Peace erlebt er dunkle und verdrehte Abenteuer, in denen sie sich den finstersten Gefahren gegenüberstellen. Doch diesmal ist es anders. Sein neuer, furchtbarster Gegner bisher ist er selbst, zumindest eine Version von ihm. Der Mann des Friedens aus einer fernen Zukunft hat gegen einen übermächtigen Gegner verloren, der die Existenz allen Lebens beendet hat. Nun bricht er die Regeln der Zeit, reiste zurück und versucht nun, seine eigene Zeitlinie zu ändern. Da er mit Frieden nichts erreicht hat, will er sein altes Team Peace töten und ein neues Team aufbauen und nennt sich fortan Mann des Krieges. Der Mann des Friedens muss nun entscheiden, ob er sich gegen sich selbst stellt und damit sein eigenes Schicksal besiegelt oder ob er dem Mann des Krieges sein treues Team Peace abschlachten lässt. Dazu kommt die Angst, dass er irgendwann selbst zum Mann des Krieges wird. Lass ein Abo
und ein Kommentar da, wenn du mehr von diesem dunklen Abenteuer hören willst. Der Mann des Friedens stand mit verschränkten Armen vor der Brust da und hatte gerade seinen Bericht beendet. Die Team Peace-Mitglieder Clyde und Marian hatten ihm davon berichtet, was geschehen war, dass er selbst als Mann des Krieges in der Zeit zurückgereist war und nun das Team Peace vernichten wollte, um mit einem neuen Team einen übermächtigen Feind zu bekämpfen. An der Besprechung hatten Eddie Steve, Festus, Jamal, Mr. Richards, Aiden Goodman, Tyson Miller und Alexandra Albescu teilgenommen. Sie standen in einem Raum des Hauptquartiers, in welchem es eine Fehlfunktion gab. Es war Alexandre gewesen, dem es aufgefallen war. Transsilvaniens berühmtester Abenteurer war auf dem Weg zu einer Mission, als ihm die Farbe der Türe auffiel, die sich mitten in dem Raum befand. Sie war nicht rot, so wie alle anderen Türen hier, die das Team Peace benutzte. Sie war schwarz. Das hatte den Mann des Friedens zutiefst beunruhigt. Deshalb hatte er sein Team Peace und auch Aiden Goodman herbeigerufen. Sie mussten etwas unternehmen. »Was passiert denn, wenn man durch die Türe geht, durch die schwarze Türe?« fragte Aiden. »Das weiß ich nicht, Mr. Goodman. Vielleicht gelangt man so zu ihm, zum Mann des Krieges. Vielleicht ist es eine Einladung an mich. Doch der werde ich nicht nachkommen. Was wir tun müssen, ist, alle Welten zu beobachten, um zu sehen, ob noch mehr der schwarzen Türen auftauchen. Wir müssen wissen, was diese verdrehte Version von mir vorhat.« »Sir, sehen Sie«, sagte Eddie Steve plötzlich. Blitze zuckten um die schwarze Türe. Dann ging sie auf. Der Mann des Krieges und drei seiner Diener traten hindurch. Zwei davon erkannte er. Es waren Noah und Mr. Richards, doch sie sahen irgendwie anders aus. Dunkler. Der andere war ein dürrer Kerl, der wie ein verrückter Arzt aus der Hölle aussah. Der Mann des Krieges ergriff das Wort. »Wie ich sehe, hast du Dr. Festus erblickt. Er ist weitaus effektiver als deine Version, auch wenn ich lange gebraucht habe, ihm die Nutzlosigkeit auszutreiben.« Der Mann des Krieges lächelte, doch er wirkte müde und traurig. »Was tust du hier? Du weißt doch, dass du die Zeit damit zerstören und alles ins Chaos stürzen kannst«, warnte der Mann des Friedens. »Was schert mich das? Es ist bereits etwas viel Schlimmeres geschehen. Denkst du, ich wäre hier, wenn es das Risiko nicht wert wäre? Alle Existenz ist beendet. Du bist noch so jung. Mach dir keine Gedanken. Ich übernehme ab hier. Dein Hauptquartier und alles, was darin ist, gehört nun mir.« Dann flackerten die grünen Augen vom Mann des Krieges auf. Sie begannen richtig zu leuchten. Alexandre Albescu wollte seinen alten, verzauberten Revolver ziehen, doch der Mann des Krieges kam ihm zuvor. Er sprach ein kurzes Wort der Macht und Alexandre zerplatzte in tausend Teile. Während seine Gedärme überall verteilt wurden, machte der Mann des Krieges weiter. Aiden Goodman stellte sich schützend vor seine Kameraden, doch das brachte nicht viel. Dr. Festus schoss mit einem Blasrohr einen Pfeil in seinen Hals. Sofort verfärbten sich seine Adern schwarz. Aiden krampfte, kämpfte um sein Leben. Tyson versuchte ihm zu helfen, doch es war zu spät. Aiden Goodman starb unter furchtbaren Qualen. Doch er starb als Held, so wie er gelebt hatte, bei dem Versuch, andere zu schützen. Tyson wollte ihn rächen, sprang auf das Team Krieg zu, doch der Mann des Krieges machte nur eine Handbewegung und brach ihm damit die Beine. Tyson sank zu Boden und Mr. Richardson verabreichte ihm ein schwarzes Elixier, wobei er hysterisch lachte. Eddie Steve zerrte panisch am Hemd vom Mann des Friedens, der absolut stillstand.
Er sah, was er selbst da gerade tat. Das war er. Das würde aus ihm werden. Das war seine Zukunft. Ein Monster, das sein Team Peace abschlachtete. »Sir, bitte kommen Sie endlich wieder zu sich. Haben Sie denn keine Befehle oder einen Plan?« Der Mann des Friedens dachte kurz nach. Was konnten sie schon tun? Er sah zu den blutigen Überresten seines ältesten Freundes. Alexandre war für immer fort. Aiden Goodman war tot. Tyson Miller war tot. »Doch, habe ich. Flieht! Flieht, ihr Narren!« rief der Mann des Friedens. Er und die, die noch übrig waren, flüchteten aus dem Raum. Der Mann des Friedens ließ eine seiner roten Türen erscheinen, durch die er und sein überlebendes Team Peace das Hauptquartier verließen. Audiotagebuch von Eddie Lauren. Erster Eintrag. Mein Name ist Eddie Lauren. Ich bin 28 Jahre alt und habe mir bereits mein ganzes Leben versaut. Dies ist die Geschichte, wie ich gegen eine andere Persönlichkeit kämpfe, die ebenfalls in mir wohnt. Ich war 12 Jahre alt, als ich das erste Mal eine Droge konsumierte. Wie bei so vielen war es der Alkohol, mit dem ich startete. Der wunderbare, allseits beliebte Alkohol. Ich benutzte ihn, weil ich Dinge vergessen wollte. Ich wollte vergessen, wie sich mein bester Freund von einer Brücke gestürzt hatte, oder wie sich Menschen, die mich eigentlich beschützen sollten, an mir vergriffen hatten. Vor allem aber wollte ich die Stimmen in mir unterdrücken. Sie waren nicht nur nervig, sondern machten mir Angst. Bevor ich von zu Hause abgehauen bin, brachten mich meine Eltern zu einem Arzt, der mir Schizophrenie diagnostizierte. Für mich bedeutete das, dass ich sogenannte auditive Halluzinationen hatte. Ich hörte Stimmen. Stimmen, die nur in meinem Kopf existierten und ständig alles kommentierten, was ich tat. Eine davon, sie nannte sich Steve, war am lautesten. Wenn ich nur über die Straße lief, hörte sich das in meinem Kopf so an. »Schau dich an, wie du läufst, wie ein Krüppel. Alle glotzen dich schon an. Du bist an Peinlichkeit nicht zu überbieten.« Das war jedoch noch nicht alles. Meistens gegen Abend fingen die Stimmen an, mich anzubrüllen. Steve war am lautesten. Sie brüllten immer das Gleiche. »Ring dich um! Du bist wertlos! Bring dich einfach um!« Aber das tat ich nicht. Obwohl ich so verkorkst war, wollte ich leben. Irgendwie. Ich lief von zu Hause weg, als ich 13 Jahre alt war, und würde meine Eltern nie wiedersehen. Da wusste ich noch nicht, dass ich vor meinem schlimmsten Albtraum nicht weglaufen konnte. Er war bei mir, egal wo ich hinging. Zweiter Eintrag. Schnell merkte ich, dass der Alkohol mir nicht reichte. Wenn man unter Brücken und in Gassen schlief, brauchte man schon härteres Zeug. Indem ich verschiedenen Dealern Dienstleistungen anbot, die ich nicht näher beschreiben möchte, kam ich an Acid. Das gab mir endlich das, was ich die ganze Zeit wollte, mich abzuschießen. Das war wundervoll, denn die Stimmen gaben so endlich Ruhe. Mein Leben bestand nun daraus, irgendwie an Acid zu kommen, einen Schlafplatz und etwas zu essen zu finden. Es gab zwar Unterkünfte für Obdachlose, die einen auch mit Suppe und Wasser versorgten, doch die setzten voraus, dass man mindestens 24 Stunden lang clean war. Damit konnte und wollte ich nicht dienen, zumindest die meiste Zeit. Sollten sie ihre blöde Suppe behalten, ich würde schon eine Banane oder eine Packung abgelaufene Wurst in einem Müllcontainer finden. In einer lauen Sommernacht war ich gerade dabei, mir den Arm abzubinden,
und mir die nächste Spritze zu setzen, da hatte ich zum ersten Mal diesen Wunsch, diesen Traum. Ich stellte mir vor, wie es sich anfühlte, wenn alles anders gelaufen wäre, wenn ich nie Drogen genommen hätte, nicht von zu Hause weggelaufen wäre und die Schule beendet hätte. Dann hätte ich vielleicht mal eins von diesen Büros in einem der Wolkenkratzer haben können, von denen man aus die ganze Stadt überblicken konnte. Dabei trug ich dann einen Anzug und arbeitete an einem teuren Computer. Das war eine schöne Vorstellung. Irgendwie kam ich mir so dumm vor, mit der Spritze in der Hand. Ich löste das Gummiband wieder, mit dem ich mir den Arm abgeschnürt hatte, und setzte mir auch die Spritze nicht. Stattdessen tauschte ich sie ein. Max gab mir sein Hemd dafür, das fast keine Löcher und nur wenige Flecken hatte. Ich wusch es im Fluss, der unter der Brücke verlief, unter der wir hausten, und hing es dann an einem alten Stuhl auf, den ich vorher säuberte. Morgen würde ich versuchen, einen Job zu bekommen. Die Stimmen waren zwar nicht verstummt, aber ich ignorierte sie. Steve schien das überhaupt nicht zu gefallen. »Du wirst schon sehen, was du davon hast. Du wirst es bereuen. Denk an meine Worte«, warnte Steve mich. Doch das war mir egal. Ich war jetzt der Boss. Am nächsten Morgen kämmte ich mir die Haare, zog mein neues Hemd an und machte mich auf den Weg in die Innenstadt. Ich hatte kein wirkliches Ziel, sondern sah mich einfach nach Ausschreibungen um, die an den Fenstern der verschiedenen Geschäfte hingen. So fand ich heraus, dass diverse Bekleidungsgeschäfte, einige Pommesbuden und ein Fachhandel für Elektrogeräte neue Mitarbeiter suchten. Klasse! Zuerst stellte ich mich in einer der Frittenbuden vor. Die waren zuerst nicht abgeneigt und ließen mich ein Formular ausfüllen. Als sie jedoch nach meinem Lebenslauf und meinen Referenzen fragten, hatte ich nichts vorzuweisen. Das irritierte sie und sie sagten, sie würden sich melden. Ich hatte zwar die Telefonnummer vom St. Joseph Center angegeben, die Nachricht an mich weitergeben würden, doch ich bezweifelte, dass es dazu kommen würde. Das St. Joseph Center war eine kirchliche Einrichtung, deren Mitarbeiter sich viel Mühe gaben, Obdachlose wie mich zu unterstützen. Mehrmals hatten sie versucht, mich dazu zu bewegen, die Drogen aufzugeben und ins Center zu ziehen. Es tat mir ein wenig leid, dass ich sie immer abweisen musste. Doch die Stimmen waren einfach zu schmerzhaft. Ich brauchte meine Drogen, um sie zu unterdrücken. Jedenfalls verlangten auch die anderen Geschäfte Lebenslauf und Co., was mich zum Nachdenken brachte. Gab es im St. Joseph Center nicht ein Computer samt Drucker? Vielleicht konnte ich diesen benutzen. Ich wollte es einfach versuchen und spazierte zum Center. Es war Pater McAndrews, der mir die Türe aufmachte. »Hallo, Eddie. Ich hab dich lange nicht mehr gesehen. Unsere Regeln haben sich seitdem nicht geändert«, sagte er. »Hallo, Pater. Das habe ich mir gedacht. Ich bin aber nicht zum Schlafen hier. Ich habe eine ganz andere Bitte. Könnte ich mal Ihren Computer benutzen?« Pater McAndrew schien verwundert zu sein und fragte sich, was ich wohl vorhatte. »Wozu das denn, Eddie? Du weißt, wir wollen mit Drogengeschäften nichts zu tun haben, Junge«, antwortete er. »Es geht nicht um Drogen, Pater. Ich bin clean. Naja, seit gestern zumindest. Ich habe heute versucht, mir einen Job zu besorgen, aber alle verlangen einen Lebenslauf und Referenzen. Sowas habe ich nicht. Aber wenn ich kurz an Ihren Computer darf, könnte ich mir einen Lebenslauf erstellen und ausdrucken.« Dem Pater war aufgefallen, dass ich ein sauberes Hemd trug, mir die Haare gekämmt hatte und klar im Kopf war. Er nickte. »Komm rein, Junge«, sagte er. Auf dem Computer hatte er sogar eine Vorlage für Lebensläufe und ich brauchte nur meine Daten dort einzugeben.
Während ich meinen Lebenslauf also ausdruckte, setzte der Pater dem Ganzen noch die Krone auf. Er hatte mir eine Empfehlung geschrieben, mit Unterschrift und Stempel der Einrichtung. Wahnsinn! Da er mir glaubte, dass ich clean war, durfte ich später auch in der Einrichtung schlafen, falls ich das wollte, sagte er. Und wie ich das wollte. Es war Jahre her, dass ich das letzte Mal in einem richtigen Bett geschlafen hatte. Vor lauter Elan ging ich wieder in die Stadt und stellte mich bei den Geschäften vor, die ich vorher noch nicht besucht hatte. Dritter Eintrag. Meine Suche nach einem Job war auch gleichzeitig ein erbitterter Kampf gegen Steve. Dazu gleich mehr. Zwei Modegeschäfte und eine Pizzeria sagten, sie würden sich melden. Eine Pommesbude kopierte sich sogar meinen Lebenslauf und meine Empfehlung des Paters. Vielleicht war das der Jackpot. Zufrieden begab ich mich am späten Abend zum St. Joseph Center und erzählte dem Pater von meinem kleinen Erfolg. Er freute sich aufrichtig für mich und zeigte mir mein Zimmer. Dort legte ich meinen Rucksack ab und stellte mich dann in der Schlange zum Duschen an. Es dauerte zwar, bis ich endlich dran war, aber es war ein unglaubliches Gefühl, endlich mal wieder warmes Wasser auf der Haut zu spüren und sich sauber zu fühlen. Ich fühlte mich wieder wie ein Mensch. Die Stimmen in meinem Kopf schimpften etwas, doch sie waren leiser als sonst. Besonders Steve war auffällig. Er meldete sich gar nicht. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich hätte ihn besiegt. Doch die Wahrheit war, dass er nur auf seine Chance lauerte. Und die sollte er schon bald bekommen. Die Dunkelheit, die Steve ausstrahlte, war spürbar. Am nächsten Morgen packte ich meinen Rucksack und wollte losziehen, doch Pater McAndrews hielt mich auf. Er sagte, es hätte jemand für mich angerufen. Eine Judy von der Peacock Pommesbude wollte mir ausrichten, dass der Geschäftsführer mich heute um 15 Uhr sprechen wollte. Es ginge um meine Bewerbung. Mein ganzer Körper fing vor Freude an zu kribbeln. Der Pater ließ mich noch eine Weile hierbleiben, um mich auf das Gespräch vorzubereiten. Als es dann soweit war, begab ich mich frisch geduscht zur Pommesbude und sagte am Tresen, dass ich einen Termin hätte. Die Serviererin führte mich nach hinten zum Büro von Mr. Presley. »Guten Tag, Mr. Lauren. Setzen Sie sich doch.« »Guten Tag. Danke, Sir«, sagte ich und setzte mich. Mr. Presley saß an seinem Schreibtisch und las sich anscheinend nochmal meinen Lebenslauf durch. »Waren Sie denn bei Ihrer langen Suche erfolgreich, Mr. Lauren?« fragte er in einem ungemütlichen Ton. Ich war etwas verwirrt. Meinte er meine Suche nach Arbeit? Die hatte ja erst gestern begonnen. »Es tut mir leid, Sir. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen«, entgegnete ich. »Haben Sie denn Ihren eigenen Lebenslauf nicht gelesen? Da steht, Sie haben vor 4 Jahren die Colston High School verlassen und befanden sich seitdem in einer Selbstfindungsphase. Haben Sie 4 Jahre lang meditiert? Falls ja, müssen Ihnen ja interessante Erkenntnisse über Ihre eigene Existenz und das Universum gekommen sein, oder nicht?« meckerte er. Jetzt war ich noch verwirrter. Anscheinend war er von meinem Lebenslauf nicht begeistert. Wozu hatte er mich dann eingeladen? »Es tut mir leid, wenn ich meinen Lebenslauf unklar formuliert habe, Sir. Ich versichere Ihnen aber, dass ich lernwillig bin und bei der Arbeit stets mein Bestes geben werde«, sagte ich, um die Situation etwas zu entschärfen. »Ah ja, was ist denn Ihr Bestes? Ich meine, Pommes in die Fritteuse schmeißen kann ja eigentlich jeder, aber wenn ich mir Ihr Geschreibsel so ansehe, zweifle ich doch dran. Wer schreibt denn bitte Schule mit einem H vor dem L? Schule? Oder bei Ihrem Namen? Da ist einfach eine 4 in Ihrem Vornamen. Wie heißen Sie denn? Eddie oder Ed4i?
Ich kam mir so vor, als würde ich die Bewerbung von einem Affen lesen, keifte er. Der würde mir ganz sicher keinen Job geben. Die Chancen standen besser, dass er mir gleich eine reinhauen würde, so rot wie der anlief. »Bitte verzeihen Sie, Mr. Presley. Darf ich fragen, wieso Sie mich dann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen haben? Sie scheinen nicht sehr überzeugt von mir zu sein.« »Vorstellungsgespräch? Wer hat denn was davon gesagt? Hören Sie, ich muss hart arbeiten, um meine Familie zu ernähren. Sehr hart. Dann sitze ich hier abends um 22 Uhr und anstatt nach Hause zu meiner Frau und meinem Sohn zu gehen, lese ich mir Ihre total bescheuerte Bewerbung durch. Sie haben mir meine Zeit gestohlen. Nicht in 1000 Jahren würde ich Sie einstellen. Nicht mal, wenn Sie mich dafür bezahlen würden. Dass Sie sich mit diesem Wisch bei mir beworben haben, ist eine Frechheit. Ein nichtsnutziger Penner wie Sie hat hier nichts verloren. Hauen Sie ab!« rief er und warf mir meinen Lebenslauf entgegen. Auf meinem Weg nach draußen kostete es mich meine ganze Willenskraft, um vor den Leuten, die hier aßen, nicht in Tränen auszubrechen. Auf der Straße sagte ich mir immer wieder, dass alles gut werden würde. Ich würde bald Arbeit bekommen und mir irgendwann meine eigene Wohnung leisten können. Ich war kein nichtsnutziger Penner, wie Presley sagte. Ich konnte noch etwas aus mir machen. Die Stimme in meinem Kopf, die sich Steve nannte, sah das anders. »Endlich, Gott sei Dank, hat mal einer erkannt, was für ein nutzloser, dämlicher Penner du doch bist. Danke, Mr. Presley, Sie haben mir meinen Tag versüßt«, sagte Steve. »Ich wollte ihn ignorieren, so wie in den letzten Tagen.« »Wirst du dich jetzt endlich umbringen? Dann schmeißen wir alle eine Party, denn die Welt ist ein besserer Ort, sobald du nicht mehr hier bist, Loser. Oder bring einen von denen um, die dich anglotzen. Das ist noch besser. Schau mal in ihre Gesichter. Die halten dich auch für einen hirnlosen Affen, so wie Mr. Presley. Tu ihnen was an, bevor sie dir was antun.« Er wurde lauter, lauter als je zuvor. »Loser! Loser! Bring dich um, du verdammter Verlierer! Du Schandfleck!« brüllte Steve. »Halt die Klappe!« brüllte ich schließlich zurück und fasste mir an meinen Schädel. Die Leute auf der Straße erschraken und sahen mich an, als wäre ich verrückt. »Aber genau das bist du doch, du dämlicher Junkie. Sieh dich an, du kannst nicht mal deinen eigenen Namen schreiben und denkst, aus dir wird mal was. Eddie schreibt man ohne 4. E-D-D-I-E, du Trottel«, sagte Steve und lachte. »Das war ein Tippfehler, lass mich in Ruhe«, schluchzte ich. »Nein, du gehörst mir, Eddie. Ich bin besser als du. Ich würde mich nicht so rumschubsen lassen wie du, du Esel. Ich würde diesen Leuten Dinge antun, die ihnen endlich Respekt vor uns beibringen würde.« Vielleicht hatte er recht. Vor mir hatte wirklich niemand Respekt. Heute ging ich gar nicht erst zurück zum St. Joseph Center, denn sie hatten dort Regeln. Um dort übernachten zu müssen, musste man 24 Stunden lang clean sein. Und das würde auf mich nicht mehr zutreffen. Ich brauchte Alkohol. Ich brauchte Acid. Ich brauchte Ruhe vor Steve. Und ich bekam alles davon. Mein Traum, ein gutes Leben zu führen, gab ich in dieser Nacht auf. Anstatt Pommes zu frittieren, setzte ich mir Spritzen und schlief wieder unter Brücken. Was soll's? Es war jedoch inzwischen schwieriger, an Geld oder Drogen zu kommen, denn ich war jetzt 17 und die entsprechenden Dealer wollten meine Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen. Ich ging also zu der Praktik über, die so viele von meinen Nachbarn unter der Brücke nutzten, um an Geld zu kommen. Betteln. Das war mir sehr unangenehm.
Die anderen schrieben sowas auf ihre Schilder wie »Brauche Essen« oder »Für meinen Hund«. Ich hingegen wollte mir noch einen letzten Rest meiner Würde wahren und schrieb Folgendes auf mein Pappschild: »Erledige jegliche Arbeiten für kleine Spende«. Ich wollte etwas für mein Geld tun und nicht nur auf die Gnade anderer angewiesen sein. Doch es lief nicht gut. Ich bekam weitaus weniger Münzen in meine Schale geworfen als die anderen. Wenn ich dann den wenigen Spendern anbot, für sie den Hof zu fegen oder das Auto zu waschen, lehnten sie ab und gingen schnell weiter. »Siehst du, die bezahlen dich, damit du sie bloß in Ruhe lässt. Kein Wunder, ein Stinker wie dich würde ich auch nicht in der Nähe meines Hauses haben wollen«, rief Steve in meinem Kopf. Also ließ ich auch das und konzentrierte mich aufs Betteln. Manchmal tat ich so, als ob ich humpelte. Das funktionierte ganz gut und brachte mehr Einnahmen. So lebte ich von Tag zu Tag und war froh, wenn ich meine Ladung Acid bekam. Schwieriger wurde es jedoch, als die Drogenfahndung einige der Dealer hochnahm. Es war nicht mehr so einfach, an das Zeug zu kommen, also wurde es teurer. Mein Freund Kenny hatte eine Idee, wie wir uns trotzdem was besorgen konnten. Er kannte da einen Kiosk, das relativ abgelegen war. Der Besitzer zählte jeden Freitagabend das Geld und brachte es dann zur Bank. Kenny hatte eine Fake-Pistole, die aber sehr echt aussah. Mir war nicht wohl dabei, doch die Aussicht, die ganze Nacht mit Steve in meinem Kopf verbringen zu müssen, ließ mich zustimmen. Ich hatte nämlich inzwischen das Gefühl, dass er immer stärker wurde. Es war Freitag um 21 Uhr, als wir mit Socken über dem Kopf ins Kiosk gingen und den Besitzer des Ladens mit Kennys Attrappe bedrohten. »Yo, wirf das Geld in den Sack, mach schon, Alter! Oder du fängst dir eine Kugel«, rief ich und versuchte dabei, so bedrohlich wie möglich zu klingen. Wir merkten nicht mal, dass er den Knopf unter seinem Tresen drückte, denn wir dachten, sowas hätten nur Banken. Kenny warf ihm den Sack rüber und der alte Mann fing langsam an, die Kohle einzupacken. Dann wurde er jedoch immer langsamer. Er fasste sich an die Brust. Irgendwann kippte der Kerl um und da hörten wir bereits die Sirenen. Verdammt, das ging alles so schnell. Die Cops nahmen uns fest und es kam noch schlimmer. Der Besitzer des Kiosks starb an einem Herzinfarkt, den er erlitt, während wir ihn ausraubten. Und dann war da noch Kennys Knarre. Es stellte sich heraus, dass es gar keine Attrappe, sondern eine echte Waffe war. Wir beide bekamen wegen bewaffneten Raubüberfalls und fahrlässiger Tötung jeweils 25 Jahre Haft aufgebrummt. Kenny kam irgendwo nach Ohio und ich wurde ins Moxton Maximum Security Prison gebracht. Irgendwie war es ja klar, dass es so kommen musste. Ich war jetzt 28. Und falls ich die nächsten 25 Jahre überlebte, wäre ich 53, wenn ich wieder rauskam. Viele dachten, dass es gar nicht so schlecht sei, als Junkie ins Gefängnis zu kommen. Schließlich hätte man da keine Wahl und würde clean werden. Falsch gedacht. Im Gefängnis war es noch viel einfacher, an Drogen zu kommen, als auf der Straße. Hier gab es wirklich alles. Gras, Heroin, Meth. Ein wahres Paradies für einen Süchtigen wie mich. Um weiter an Zeug zu kommen, prostituierte ich mich. Das funktionierte hier ganz gut. Ich war zwar schon 28, doch die Insassen hier waren nicht so wählerisch wie die Dealer draußen. »Endlich hast du deine Bestimmung gefunden, du Verlierer. Hier bist du genau richtig. Da müssen dich die armen Leute auf der Straße nicht mehr ertragen«, sagte Steve in meinen Gedanken. Mein Zellennachbar Mike war der Erste, dem ich je von Steve erzählte. Er hatte zwar einen Mann mit einer Axt erschlagen, aber war trotzdem der netteste Kerl, den ich je getroffen hatte. Er erzählte mir,
dass seine Schwester auch Stimmen gehört und sich irgendwann umgebracht hatte. Er wollte nicht, dass es mir genauso ging. Die Freundschaft zu Mike gab mir Kraft, doch der Alltag im Gefängnis war hart. Man wurde von Wärtern geschlagen oder anders fertig gemacht. Manchmal gab es wochenlang keine Dusche und die Toilettenspülung wurde ausgeschaltet, nur um uns zu foltern. Mit den Drogen konnten wir uns zwar abschießen, doch das war uns nicht genug. Mike hörte irgendwann von einer neuen seltsamen Droge, die einen wortwörtlich an einen anderen Ort bringen sollte. Das Zeug sollte so stark sein, dass man wirklich das Gefühl haben sollte, man befände sich in einer anderen Welt. Man bekam es über einen neuen Wärter, der seit einem Monat hier arbeitete. Das Risiko war jedoch hoch, denn es bestand eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben. Dafür reichte die kleinste Menge von dem Zeug. Man musste es nicht mal überdosieren. Im Gegensatz zu mir glaubte Mike wirklich, dass es einen von diesem Ort wegholen könnte. Er hatte für den Mord lebenslänglich bekommen und suchte natürlich verzweifelt nach einem Ausweg. Irgendwann schaffte er es, sich etwas von dem Zeug zu besorgen. Er zeigte mir die Spritze, die bis oben hin mit einer schwarzen Flüssigkeit gefüllt war. Ich selbst blieb lieber beim Acid, während Mike sich ein klein wenig von der Flüssigkeit spritzte. Am nächsten Morgen war Mike tot. Die Spritze hing immer noch in seinem Arm und war zu 99% gefüllt. Mein einziger richtiger Freund auf diesem Planeten war nun nicht mehr da. Bevor die Wärter ihren Rundgang machten, um die Insassen zu zählen, entfernte ich die Spritze mit der grünen Flüssigkeit aus seinem Arm und ersetzte sie durch eine von mir. Keiner von ihnen interessierte sich für seinen Tod, als sie ihn fanden. Sie packten ihn auf eine Bahre und machten sich darüber lustig, dass er sich beim Sterben in die Hose geschissen hatte. Die Spritze mit dem schwarzen Zeug hatte ich aus einem bestimmten Grund aufgehoben. »Endlich! Endlich hörst du auf mich und machst Schluss!« sagte Steve. »Ja, endlich würde ich auf ihn hören. Am Abend saß ich alleine in meiner Zelle, genau an dem Platz, an dem Mike gestorben war. Wenn ihn ein kleiner Tropfen dieser Droge umgebracht hatte, würde ich es mit der ganzen Ladung probieren. Das würde mich sicher an einen anderen Ort bringen, nämlich auf den Friedhof. Mit Tränen in den Augen schnürte ich mir den Arm ab und machte mich bereit, mir die Spritze zu setzen. »Es war ein wilder Ritt, du dämlicher Versager. Jetzt fahren wir hinab zur Hölle. Mach's gut«, sagte Steve in meinem Kopf. »Mach's gut«, antwortete ich versöhnlich und spritzte mir den kompletten Inhalt der Spritze. Vierter Eintrag. Farben, Vibration, Fallen. Fühlte es sich so an, wenn man starb? Ich hatte plötzlich Angst. Angst vor dem Nichts, das kam, wenn meine Existenz beendet war. Hatte ich einen Fehler begangen? Keine Ahnung. Die Farben wurden intensiver und dann wurde alles schwarz. Ich öffnete meine Augen und brauchte einen Moment, um mich an die Helligkeit zu gewöhnen. Wo war ich? Ich fand mich in einem Raum wieder, der mich an das Wartezimmer eines Arztes oder irgendeiner Behörde erinnerte. Außer mir saßen hier noch eine Handvoll anderer Leute, die alle irgendwelche Zettel ausfüllten oder einfach warteten. Hatte ich etwa überlebt und wurde von den Gefängniswärtern zu einem Arzt gebracht? Oder war ich tot? Und das hier war das Wartezimmer für Neuankömmlinge in der Hölle. Ein dünner Kerl mit langem Hals kam nun herein. Er trug eine blutverschmierte OP-Schürze. An der Brust hatte er einen roten Anstecker mit einem traurigen Smiley darauf. Darum stand Team Krieg. So wie er aussah, war meine Theorie mit der Hölle wahrscheinlicher als ein Arztbesuch.
Der Kerl kam zu mir und reichte mir ein Klemmbrett mit einem Formular. Guten Tag, mein Name ist Dr. Festus. Bitte füllen Sie das aus und geben es am Schalter ab. Auf dem Formular stand ganz groß: Bewerbungsformular, Team Krieg. Darunter standen einige Fragen. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Also nahm ich mir den Kugelschreiber an der Seite des Klemmbretts und füllte die Fragen aus. Alter? 28. Geschlecht? Männlich. Größe? 1,81 Meter. Waren Sie schon mal in Terusa? Nein? Der Ort sagte mir nichts. Leiden Sie unter Arachnophobie, in Klammern die Angst vor Spinnen? Nein, wozu war das wichtig? Würden Sie es in Erwägung ziehen, mit Leichen zu arbeiten, selbst wenn diese leicht unhöflich sein können? Ja, nein, vielleicht. Was? Unhöfliche Leichen? Ich kreuzte einfach vielleicht an. Haben Sie Erfahrung im Umgang mit Spritzen? Ja, das hatte ich. Das war die letzte Frage. Ich wollte den seltsamen Doktor aus der Hölle das Klemmbrett wiedergeben, doch er winkte ab und zeigte mit der Hand an, dass ich es im Flur links abgeben sollte. Ich ging raus auf den Flur und fand auf der linken Seite einen kleinen Schalter. Dort saß ein kleiner Junge, der ebenfalls einen Team-Krieg-Einstecker trug. Auf dem Namensschild stand Noah, Senior Vice President of Marketing and Human Resources. Ich reichte ihm das Klemmbrett und Noah las sich meine Antworten durch. Sie können mit Spritzen umgehen? Fragte er. Ja, damit habe ich einige Erfahrung. Super, Sie sind eingestellt. Ich hatte einen Job. Einen Job in der Hölle, aber ich hatte einen Job. Noah gab mir meinen Team-Krieg-Anstecker und ich steckte ihn an. Wäre es doch nur im Leben so einfach gewesen, an einen Job zu kommen. Der kleine Junge zeigte mir das Gebäude. Es war riesig. Die Schlafquartiere für Mitarbeiter hatten einen eigenen Flügel. Sie waren zwar nicht luxuriös, aber es mangelte einem an nichts. Es gab einen Fernseher, Bücher, ein Tablet, mit dem man sich etwas zu essen oder zu trinken bestellen konnte, und ein gemütliches Bett. Das war mehr, als ich zu Lebzeiten hatte. Noah erzählte mir, dass wir unterhalb einer alten Burg waren. Das Team Krieg wäre erst kürzlich hier hingezogen, nachdem der Boss, der Mann des Krieges, es von einem Konkurrenten übernommen hatte. »Sind wir hier nicht in der Hölle?«, fragte ich. »Was? Wie kommen Sie denn darauf? Sie denken, die Hölle sieht aus wie ein Bürogebäude?«, antwortete der Junge. »Nein, ich dachte nur, naja, weil ich gestorben bin und dann...« »Gestorben? Für mich sehen Sie ziemlich lebendig aus, Mr. Lauren. Sie sind zu uns gekommen, weil Sie den Hass in sich haben. Das Team braucht Leute wie Sie. Wir haben etwas Großes vor. Sie sind hier richtig, Mr. Lauren«, sagte Noah. Das hörte sich irgendwie schön an. Trotzdem gab es mir zu denken, hatte ich wirklich Hass in mir? Oder meinte er damit Steve? Während wir hinunter in den Keller fuhren, erzählte ich ihm vom St. Joseph Center und dass mich das Team Krieg irgendwie daran erinnerte. Schließlich hatte mir beides Hoffnung gegeben. Wir hielten im Untergeschoss 3. Die Türen öffneten sich und sofort wehte mir ein widerlicher Gestank entgegen. Die Halle war mit Sicherheit 1 Hektar groß und beheimatete Tausende von Leichen, die auf rollbaren Tischen aufgebahrt waren. Manche von ihnen sahen frisch aus, andere waren stark verwest. Wir hatten in der Vergangenheit oft Probleme mit Mitarbeitern, die einfach nicht mit Spritzen umgehen konnten. Manche setzten sie falsch, manche schafften es irgendwie, sich aus Versehen selbst das Elixier zu spritzen. Fragen Sie mich nicht, wie das möglich ist. Ihre Aufgabe wird es sein, den Damen,
die sich uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, das Elixier zu ihrer Linken in den Unterleib zu spritzen. Eine Dosis für jede Leiche. Das Modell 390 Mutter ist leicht zu handhaben und wird Ihnen nach der Auferstehung keine Probleme bereiten. Sie werden sich aufsetzen und danach auf Ihren Einsatz warten. Sollte mal eine von den Müttern umherwandern, führen Sie sie einfach freundlich wieder an Ihren Platz, erklärte Noah. Ich war unfähig, verbal zu antworten, also nickte ich nur. Ich hatte zwar einen Job, aber wollte ich diesen Job überhaupt? Noah ließ mich alleine und ich sah mir die Spritzen an, die in einem Container aus Metall lagerten. Ich wurde hier gut behandelt und bekam eine anständige Unterkunft. Aber war diese Art von Arbeit wirklich die richtige für mich? Und war es sein Ernst, dass die Leichen auferstehen würden, wenn ich ihnen dieses Zeug spritzte? Alle Leichen waren weiblich, und ich bezweifelte, dass sie vor ihrem Tod dieser Leichenschändung zugestimmt hatten. Das konnte ich den armen Frauen doch nicht antun. Vielleicht sollte ich einfach abhauen. Spinnst du, du Loser? Wir haben endlich einen Job. Und noch dazu einen, wo man uns gut behandelt. Komm schon, wir sollten uns an die Arbeit machen. Wen interessieren die dämlichen Weiber auf den Tischen? Fand Steve, der wieder in meinem Kopf zu mir sprach. Ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie krank? Tote auferstehen lassen? Und wie sind wir überhaupt hergekommen? Fragte ich Steve. Das war das erste Mal, dass ich eine wirkliche Unterhaltung mit ihm führte. Sonst kommentierte er nur mein Leben. Vielleicht hatte ich keine Schizophrenie, sondern eine multiple Persönlichkeitsstörung. Der Arzt hatte das damals eine dissoziative Identitätsstörung genannt, sagte aber, dass ich nicht darunter, sondern eben unter Schizophrenie leiden würde. Ist doch egal, die Leute sind nett zu uns. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Wir werden nicht wie Dreck behandelt und haben eine wichtige Aufgabe. Ich bin dir dankbar, dass du endlich was aus unserem Leben gemacht hast. Diese Frauen auf den Tischen sind sicher welche, die uns auf der Straße auslachen würden, wenn sie uns sehen. Die verdienen, was wir gleich mit ihnen machen, sagte Steve. Er bot mir an, die erste Schicht zu übernehmen. Ich wusste nicht genau, was er damit meinte, nahm sein Angebot aber an. Das war eine interessante Erfahrung, aber ein verdammt großer Fehler. Ich kam mir vor wie ein Beifahrer in einem Auto, der auf dem Rücksitz saß. Man konnte die Straße sehen, aber selbst keinen Einfluss auf das Fahrverhalten nehmen. Das hatte Steve noch nie getan. Vielleicht war er vorher nicht stark genug gewesen. Ich konnte beobachten, wie er eine der Spritzen nahm und zu der ersten Leiche ging. Die Frau war jung und sah aus, als wäre sie überfahren worden. Armes Ding. Steve legte die Decke beiseite, die sie bedeckte. Sie war nackt und ganz blass. Er injizierte ihr das Elixier in den Unterleib und warf die Spritze in den Mülleimer. Dann holte er sich die nächste Spritze und injizierte sie der nächsten Probandin. Ich fand, er machte das wirklich gut. Als er schon bei Nummer 16 angekommen war, setzte sich die erste Leiche auf. Der Bauch der Frau war nun so aufgebläht, als wäre sie schwanger. Ich wollte gar nicht wissen, was darin war. Nun verstanden wir auch, wieso dieses Modell Mutter genannt wurde. Irgendwann übernahm ich für Steve und wir schafften es, ungefähr 100 Mütter zu produzieren, bis wir richtig müde wurden. Bevor ich ins Bett ging, erstattete ich Noah in seinem Büro Bericht. Er war froh, dass ich gut vorankam und wünschte mir eine gute Nacht. Das war nett. Endlich war mal jemand nett zu mir. In meinem Zimmer sah ich mir das Menü auf dem Tablet an. Es war schier endlos. Ich konnte mir Pizza, Sushi, Steak oder Enchiladas bestellen.
Noch nie in meinem Leben hatte ich Sushi probiert. Also bestellte ich mir ein paar Norimaki mit Lachs, Gurke und Thunfisch. Keine 5 Minuten später klopfte es an meiner Türe. Als ich öffnete, lag das Sushi in einer Box dort, aber kein Lieferant war zu sehen. Ich war überrascht, wie gut es schmeckte, und nahm mir vor, morgen nochmal was zum Frühstück zu bestellen. In den nächsten Wochen überließ ich Steve immer mehr Kontrolle und arbeitete gemeinsam mit ihm an den Müttern. Das klappte ganz gut und anscheinend war man beim Management sehr zufrieden mit uns. Ich bemerkte einfach nicht, dass Steve immer stärker wurde. Noah rief mich eines Tages in sein Büro und pflichtbewusst wie ich war, meldete ich mich natürlich sofort. »Hallo Eddie, du leistest wirklich gute Arbeit bisher«, sagte er. »Danke, es macht mir auch Spaß, für das Team Krieg zu arbeiten.« Das ist auch dem Mann des Krieges aufgefallen. Ich habe ihm von deiner Erfahrung mit dem St. Joseph Center erzählt. Die, die Obdachlose aufnehmen und ihnen eine Unterkunft bieten. Kannst du dir vorstellen, so ein Center für uns aufzubauen?«, fragte er. »Ich? Ein Center für Obdachlose? Naja, ich denke schon, aber ich bräuchte Hilfe und einiges an Ressourcen«, sagte ich überrascht. »Du kriegst alles, was du brauchst. Wie du weißt, ist unser Boss, der Mann des Krieges, immer darauf bedacht, neue Mitglieder für unser Team zu finden. Wir brauchen Arbeitskräfte. Das, was wir vorhaben, wird nicht einfach. Wir wollen die Welt retten, um es kurz zu fassen. Deshalb wirst du das antichristliche Center der Kirche des ewigen Krieges für uns eröffnen. Wir werden diese Religion offiziell anmelden, so, dass alles seine Richtigkeit hat. Deine Aufgabe ist es nur, das Center aufzubauen und zu leiten. Schaffst du das?«, fragte Noah. Ich stimmte zu. Mir war zwar bisher nicht bekannt, wie ein ewiger Krieg die Welt retten sollte, aber was war schon dabei? Schließlich behandelten mich diese Leute gut und hatten mir eine zweite Chance geschenkt. Da das antichristliche Center der Kirche des ewigen Krieges in meiner Welt aufgebaut werden sollte, kannte ich mich gut aus. Ich entschied mich, es in der Nähe des St. Joseph Centers aufzubauen. All die armen Seelen, die dort nicht reingelassen wurden, weil sie nicht clean waren, würden bei uns eine Chance bekommen. Alle, die bei uns übernachteten, bekamen auch Flyer über das Team Krieg und hatten die Chance, für den Mann des Krieges zu arbeiten. Wenn ich großes Potenzial in jemandem sah, sollte ich ihn an Noah weiterleiten. Falls jemand unbequem wurde, so wie die religiösen Aktivisten, die etwas gegen unsere Kirche hatten und regelmäßig draußen vor dem Center protestierten, sollte ich Dr. Festus Bescheid geben. Er würde sich um sie kümmern. Ich wusste, was er damit meinte, und wandte mich deshalb nie an den Doktor. Ich wollte den Leuten lieber helfen, und das tat ich auch. Wir ließen sie hier übernachten, verteilten Flyer, gaben Essen aus und stellten Leute ein, die das Wort des Krieges weiter verbreiteten. »Wir haben was aus uns gemacht«, sagte Steve in meinem Kopf. »Ja, das haben wir. Hätte ich nicht gedacht.« Es war ein halbes Jahr nach unserer Eröffnung, als jemand nach einer Übernachtungsmöglichkeit suchte, der mir irgendwie bekannt vorkam. Ich fragte meine Mitarbeiterin Hilda, wie der Mann hieß. »Er hat sich als Mr. Presley bei uns eingetragen, Sir. Er hat mir erzählt, dass sein Geschäft pleite ging und seine Frau ihn rausgeschmissen hat, weil er ein Trinker ist«, antwortete Hilda. Es traf mich wie der Schlag. »Mr. Presley, aus der Peacock-Pommes-Bude.« Ich erinnerte mich daran, wie er mir zuerst die Hoffnung gab, ein Gespräch zu haben, um einen Job zu bekommen, nur um mich dann zu beleidigen und mich rauszuwerfen. Er nannte mich einen Affen und einen Penner. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich fing an zu zittern. »Er ist es, Steve.
es ist Mr. Presley«, sagte ich in meinem Kopf. »Ja, ich weiß, diesen Drecksack könnte ich nie vergessen«, antwortete Steve. »Was machen wir jetzt?« »Was hat er denn mit uns gemacht, als wir seine Hilfe brauchten?« »Wir können ihn doch nicht wegschicken.« »Wegschicken? Ich will ihn umbringen. Ich will ihn fühlen lassen, was wir fühlen, wenn uns Leute wie Dreck behandeln.« »Nein, das kann ich nicht«, sagte ich und ging hinüber zu Mr. Presley. »Hallo, Mr. Presley. Es tut mir leid, dass es bei Ihnen nicht gut gelaufen ist. Begleiten Sie uns, mich doch, in mein Büro und wir besprechen, wie wir Ihnen helfen können«, sagte ich und fasste mir dann an die Schläfe. Mein Kopf tat furchtbar weh. Dann habe ich Mr. Presley in mein Büro gebracht und gesagt, er solle warten. Diese Aufnahme habe ich in einem Nebenzimmer gemacht. Jetzt gerade, denn ich musste euch erzählen, was hier passiert. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, wie lange ich noch durchhalte, wie lange es mich noch gibt. Falls es so kommt, wie es kommt, möchte ich noch eines sagen. Es tut mir leid. 5. Eintrag. Ah, und schon fühle ich mich besser. Wollt ihr wissen, was ich mit diesem Mistkerl namens Presley gemacht habe? Ich habe ihm eine über den Schädel gezogen und habe ihn an einen Stuhl fesseln lassen, während ich andere Mitarbeiter von mir etwas habe vorbereiten lassen. Mr. Presley erinnerte mich so sehr an Pommes, dass ich Hunger bekam. Also ließ ich auf meinem Schreibtisch eine Fritteuse aufstellen. Als Mr. Presley wieder aufwachte, bekam er Panik und stammelte wirres Zeug. »Schön, dass du wach bist, Fettsack. Bevor ich dich zu Tode foltere, wollte ich dir noch kurz etwas sagen. Mein Name ist Eddie. Eddie ohne eine 4 mittendrin. Ich kann dir das buchstabieren. Eddie. S-T-E-V-E. Eddie.« Dann packte ich seinen Kopf mit der Hand, an der ich einen speziellen Handschuh trug, und tauchte seinen Schädel in das brutzelnde Fett der Fritteuse. Es gab furchtbare, blubbernde Geräusche von sich. Ich genoss es als etwas, das wie der Überrest eines seiner Augen aussah, an die Oberfläche schwamm. Gott, war das ein Spaß. Und er wird nicht der Letzte sein. Es gibt viele, die noch spüren müssen, was ich spüre. Zuletzt muss ich noch zugeben, dass ich ihn angelogen habe. Mein Name war nicht Eddie. Eddie war für immer fort. Ich habe gewonnen. Mein Name ist Steve und ich diene nun dem Mann des Krieges. Wenn du mich unterstützen willst beim Schreiben und Aufnehmen, like das Video, lasse einen Kommentar da und abonniere den Kanal. Klicke hier für das nächste Video aus dieser Creepypasta-Reihe. Viel Spaß! David, dein Autor und Sprecher.